Gott ist die Liebe, Mysterium der Liebe. Das größte Geheimnis ist die Liebe, und es ist dies das Geheimnis zu lüften nur durch die Liebe. Nur der Mensch, der selbst liebetätig ist, ist fähig, die göttliche Liebe zu begreifen. Jeder geistige Gedanke ist eine Ausstrahlung Gottes, der in sich Liebe ist. Und die Willigkeit, einen solchen Gedanken anzunehmen, ihn von Herzen, wo er geboren wird, ins Hirn zu leiten, also ihn sich gewissermaßen anzueignen, ist die Empfangsbereitschaft für diese Liebeausstrahlung Gottes. Denn die Willigkeit des Herzens ist Voraussetzung, dass Gottes Liebe wirksam wird. Gott ist die Liebe. Es ist dies ein Mysterium und es wird ein Mysterium bleiben für die Menschheit, solange sie dieser Erde angehören und oft auch noch im Jenseits. Denn ihnen erscheint die Liebe als ein Begriff, mit welchem ein Wesen in Verbindung gebracht werden muss. Es erscheint ihnen die Liebe als Charakterisierung einer Wesenheit und es ist doch die Liebe die Wesenheit selbst. Es ist die Liebe etwas Geistiges, das nicht die Wesensart erklärlich macht, sondern in sich etwas Wesenhaftes ist. Es ist die Liebe das Gute, Göttliche, so das Wort auf einen Menschen angewandt wird, während Gott selbst nur als Liebe vorstellbar ist, dies aber nur den Menschen begreiflich wird, die selbst von der Liebe so durchdrungen sind, dass sie im Liebewirken auch die Nähe Gottes spüren. Denn was sie nun spüren, ist wieder nur die Liebe. Und doch sind sie nun Gott nahe, weil Gott und die Liebe eins sind. Alles, was sich zur Liebe gestaltet, ist in inniger Verbindung mit Gott. Das Gestalten zur Liebe ist ein Angleichen des bisher Unvollkommenen an das Vollkommene. Die Liebe ist etwas Vollkommenes. Gott ist die Vollkommenheit, also muss die Liebe und Gott eins sein. Mangel an Liebe aber ist ein Unvollkommenheitsgrad. Er ist auch als Zustand der Gottferne, weil Gott ohne die Liebe nicht vorstellbar ist. Darum wird ein Betätigen in Liebe stets ein Glücksgefühl auslösen. Und es ist dies die Nähe Gottes, die auch die Seele spürbar empfindet. Folglich muss sich auch jede erhöhte Liebetätigkeit äußern in erhöhtem Glücksgefühl, inneren Frieden und kraftvollem Selbstbewusstsein. Weil alles dieses göttlich ist. Ein Beweis ist von Gottes Nähe, die sich nur in geistiger Weise auswirken kann, also in Empfindungen der Seele, nicht im Wohlbehagen des Körpers. Die Nähe Gottes erzeugt wieder Liebe, denn da Gott in sich die Liebe ist, muss sich seine Anwesenheit wieder in ein Gefühl der Liebe äußern. Und es strömt diese Liebe wieder zu Gott zurück, als ihrem Ausgang. Es vereinigt sich der zur Liebe gewordene Mensch, dessen Seele mit Gott. Es strömt Liebe zu Liebe. Und so findet der Zusammenschluss statt, des Wesenhaften mit der Urwesenheit, die in sich nur ewige Liebe ist. Amen. Erdenlebenszweck, Willens- und Wesenwandlung. Der Erneuerungsprozess muss sich an euch Menschen vollziehen, ansonsten ihr untauglich seid für das geistige Reich, für die Sphären des Lichtes. Damit ist gesagt, dass ihr, so wie ihr Menschen während eures Erdenwandels seid, nicht die Reife habt, die zum Verweilen im Lichtreich nötig ist. Es ist ein gänzlich anderer Zustand Bedingung, um vom Lichtreich aufgenommen zu werden als Bewohner. Und diesen Zustand solltet ihr erreichen auf Erden, was sehr wohl möglich ist. Es ist also ein gewisser Wandlungsprozess, in den ihr eingehen solltet, und ihr müsst euch freiwillig ihm unterziehen. Zwangsweise kann euer Wesen nicht gewandelt werden. Ihr selbst bestimmet also euren Zustand am Ende eures Erdenlebens.
und entsprechend eurem Wandlungswillen verlässet eure Seele den Körper. Lichtempfänglich oder noch mit dichten Hüllen umgeben, die keine Lichtstrahlung vertragen. Welcher Mensch denkt darüber nach, wenn ihm davon Kenntnis gegeben wird und meint es ernst mit seiner Wesenswandlung? Jeder Mensch muss an sich arbeiten. Er muss Fehler, Schwächen und Untugenden ablegen und sich selbst erziehen zur Demut, Sanftmut, Friedfertigkeit, Geduld, Barmherzigkeit. Jeder Mensch muss sich zur Liebe gestalten, um all diese Tugenden in sich vereinigen zu können. Dann formt er sich so, dass er ins Lichtreich aufgenommen werden kann. Dann ist sein Wesen vergöttlicht. Dann hat er sich meinem Urwesen angeglichen und somit es möglich gemacht, dass ich selbst mit ihm die Verbindung eingehen kann. Denn alles uns Trennende ist bewusst hinweggeschafft worden. Das Umgestalten seines Wesens war der Weg, der zu mir führte. Sein Erdenziel hat er erreicht und die letzte schwere Hülle abgelegt, so wie er seinen Körper verlässt, um nun als seliges Geistwesen ein ewiges Leben zu führen. Dann erst beginnt das rechte Leben. Lasset diese Worte in euch lebendig werden. Das rechte Leben beginnt mit dem Eingang in das Lichtreich für euch. Was zuvor war, ist nur die Leiter gewesen, die Vorbereitungszeit für das eigentliche Leben, das aber in dieser Vorbereitungszeit erworben werden muss. Ihr Menschen schaffet eifrig und unverdrossen für das irdische Leben, denn ihr haltet dieses für allein wichtig und ihr sehet es als Selbstzweck an. Doch an das eigentliche Leben denkt ihr nicht, weil ihr nicht an ein Fortleben nach dem Tode des Leibes glaubt. Oh, ihr seid Toren. Euer Eheerdenlebenszweck ist ein ganz anderer, als nur für des Leibes Wohlergehen zu schaffen. Das wird euch immer wieder gesagt. Doch ihr glaubet nicht daran. Und ihr nehmet daher auch nicht eine Wesenswandlung vor, und das ist euer Untergang. Denn so ihr nicht tauglich seid, einzugehen in das Reich des Lichtes, ich aber euch auch nicht vernichten will und kann, weil ihr aus mir hervorgegangen seid, so müsstet ihr eure Wandlung anderweitig vollziehen. Und das kann auch bedeuten einen tiefen Absturz und langsame Aufwärtsentwicklung nach meinem Plan von Ewigkeit. Wenn euch die Möglichkeit eines Ausreifens im Jenseits genommen ist. Ihr müsst einmal diese Wesenswandlung vollziehen im Stadium als Mensch. Davon kann euch auch meine Liebe nicht entbinden. Das Stadium als Mensch aber ist das Endstadium eines undenklich langen Entwicklungsganges durch alle Schöpfungen der Erde. Als Mensch müsstet ihr eine bewusste Willens- und Wesenwandlung vornehmen. Soll dieser Entwicklungsgang erfolgreich beendet sein mit dem irdischen Leibestode? Eure Erdenlaufbahn ist dann unwiderruflich zu Ende. Es kann jedoch im geistigen Reich die Entwicklung noch ihren Fortgang nehmen. Es kann noch im geistigen Reich die Seele zum Erkennen ihres elenden Zustandes kommen und sich zu wandeln suchen, wozu aber sehr viel Hilfe von Lichtwesen oder menschliche Fürbitte nötig ist. Es kann aber auch das Wesen zurücksinken in die tiefste Tiefe, weil es sich nicht erkannte und zu wandeln suchte. Es kann ein entsetzliches Los auf sich nehmen müssen, um nach endlos langer Zeit wieder in den Wandlungsprozess eingereiht zu werden, wo es sich von neuem bewähren muss. Amen. Halleluja, danke, lieb Jesus, danke, 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 dass der Vater ganz in dir wohnt und du dadurch unser schaubarer Vati bist, dass du im Fleische gekommen bist, uns auf Golgatha erlöset hast. Halleluja, danke, 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 du bist so wunderbar. Halleluja, steh uns bei, beschütze uns vor dem Irrtum und hilf nun, dass hier in diesem wunderschönen Wald, wo wir sitzen, mitten in diesem wunderschönen grünen Moos, Halleluja, umgeben von wunderbaren Pilzen und ach, so schön, wie das hier ist, Halleluja, so ein richtiges Märchenland auf Erden, Halleluja, danke, 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 lass hier deine Wahrheit walten und hilf uns, dass deine wunderbaren Kundgaben, die du auf die Erde übermittelt hast, hier eingelesen werden, so dass jeder das hören kann, Halleluja, dein Wille geschehe bitte, Amen. Lebensaufgabe, dienen in Liebe. Dies ist eure Erdenlebensaufgabe, dass ihr einander dienet in Liebe. Ihr könntet euch zur Höhe nur emporarbeiten durch dienende Liebe.
Denn diese allein erhöht den Reifegrad eurer Seele. Sie allein macht euch fähig, nach eurem Leibestode in das Reich einzugehen, wo Licht ist und Seligkeit. Alle sonstigen Bemühungen nützen euch nichts, wenn ihr das Dienen in Liebe auslasset, wenn euer Herz verhärtet bleibt, wenn ihr herrschen wollet, wo ihr dienen sollet. Denn nur durch dienende Nächstenliebe machet ihr die einstige Sünde wieder gut, wo ihr die Liebe zurückgewiesen habt, wo ihr euch selbst der Liebe beraubt habt, um nun dem zu folgen, der bar ist jeder Liebe, der sich auflehnte wider mich. Das Ehrenleben ist euch nur dazu gegeben worden, dass ihr euch wieder die Liebe, die ihr einst zurückwieset, erwerbet, dass ihr beweiset, dass ihr euer Wesen wandeln wollet, dass ihr durch Wirken in Liebe diese eure Willenswandlung beweiset. Denn geben ist seliger denn nehmen. So wie ihr anderen zumesset, so wird euch zugemessen. Also wer Liebe gibt, wird auch Liebe von mir bekommen. Ihr könntet also die Liebe nicht außer Acht lassen, wenn ihr wollet, dass ihr wieder vollkommen werdet, wenn ihr wieder zu mir zurückkehren wollet, um endlos selig zu sein. Es nützet euch nicht das Wissen darum, wenn ihr es nicht in die Tat umsetzet. Und dazu wird euch stets Gelegenheit geboten und stets werdet ihr Not um euch sehen, stets werden sich hilfsbedürftige Menschen an euch wenden und eure Hilfe erbitten. Und dann lasset sie nicht von euch gehen, ohne ihnen geholfen zu haben, so wie euch dieses möglich ist. Ihr dürfet auch, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr zu wenig Liebe geben könnt, dürfet ihr mich bitten, dass ich euch die Möglichkeit schaffe, dass ihr Nächstenliebe geben könnt. Bittet und flehet darum und beweiset damit noch mehr, dass ihr ein uneigennütziges Nächstenliebe-Leben führen wollet. Dass ihr also, so wie ich in Jesus schon auf Erden sagte, die ersten zwei Gebote erfüllen wollet, die Wahrheit und Liebe zu lieben mit allem, was ihr seid, und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und sorget euch nicht, dass ihr selbst Mangel leiden müsset, denn wie ihr zumesset, so wird euch wieder zugemessen werden, auch materiell, nicht nur geistig. Ich bin euer Versorger, leset doch in der Bergpredigt, dass ich euch alles geben möchte. Doch lasset auch euren Verstand walten, auch das will ich euch anempfehlen, auf dass ihr nicht dem Nächsten mehr schadet als nützet. Denn selbst verschuldete Not soll auch selbst behoben werden, wo dies im Bereich der Möglichkeit liegt. Und dass es möglich ist, wenn der Mensch willig ist, das kann er auch von mir selbst erbitten. Ihr müsstet also einen Unterschied machen zwischen Not und Leichtsinnigkeit. Ihr solltet wohl Not lindern, aber niemals den Mitmenschen bestärken in Leichtfertigkeit, die ein großes Übel ist und darum nicht unterstützt werden soll. Doch wo die Liebe helfend eingreift, wird die Not auch schnell behoben sein, denn ich helfe nach, wenn ich Liebe einerseits und Dankbarkeit andererseits erkenne. Kein Mensch ist verlassen von mir, und so er sich an mich selbst wendet, wird ihm auch ein Weg gewiesen, der ihn herausführet aus aller Not. Wer sich aber nur auf den Mitmenschen verlässt, der hat keinen rechten Anspruch auf Hilfe, und ihn soll die Not zur Einsicht führen, dass er sich selbst wandeln muss. Denn oft ist die Not für einen Menschen das Erziehungsmittel, das ich anwende, um ihn für mich zu gewinnen, dass die Not ihn zu mir hintreibt, dass sie den Menschen meiner gedenken lässet und er zu mir seine Zuflucht nimmt, der ich ihn nun nimmer enttäuschen werde. Ich will, dass alle Menschen selig werden, und so auch will ich, dass sie mich erkennen sollen. Viele Menschen aber denken nicht an mich, solange es ihnen gut geht auf Erden. Und sie sind daher auf einem Weg, der abwärts führt, meinem Gegner zu. Nur durch Not
kann ich so auf diese einwirken, dass sie sich umwenden und mich als ihr Ziel anstreben, dass sie ihre Hände bitten zu mir erheben um Hilfe, und ich werde einen solchen Ruf hören und ihnen die Hilfe senden, wenn es an der Zeit ist. Wirket in Liebe, solange ihr auf Erden wandelt, und gebet, was dem Nächsten mangelt, und ich will euch segnen und alles, was ihr in Liebe zu mir zuwendet, eurem Nächsten. Amen. Christus Jesus, ich bitte dich, segne diese Arbeit. Ich danke dir, dass wir dieses Wort empfangen dürfen und vorlesen dürfen und weitergeben dürfen. Und ich bitte dich, erfülle uns mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Sanftmut und mit ganz viel Erkenntnis. Ich bitte dich um Weisheit für uns und dass wir durch das Empfangen, durch das Wort, was wir hier lesen, ganz, ganz viel wachsen. Und ja, dein Wille geschehe. Amen. Wesenswandlung zur Liebe. Gottes Gegenwart. Gegenwärtig kann ich euch nur sein, wenn ihr euch zur Liebe wandelt. Meine Gegenwart aber ist für euch der Inbegriff der Seligkeit. Und darum solltet ihr alles tun, um euch wieder zur Liebe zu gestalten, die euer Wesen war im Anbeginn. Meine Gegenwart ist gleichbedeutend mit Liebe durch Strahlung, und Liebe durch Strahlung wieder sichert eure Kraft, euch Kraft und Licht, ohne welche ihr nicht selig genannt werden könntet. Wenn ihr aber Licht und Kraft erfüllt seid, dann könnt ihr auch wirken in vollster Willensfreiheit, der nun aber nicht mehr wider mich gerichtet ist, sondern vollkommen in dem meinem aufgeht. Ihr werdet selig sein in dieser Freiheit und Kraft schaffen zu können, weil dies die Bestimmung jeden urgeschaffenen Geistes gewesen ist, die er selbst nur missachtete und darum in die unselige Lage geraten ist, in der sich der Mensch als noch unvollkommen auf der Erde befindet. Aber er kann selbst diese seine Lage ändern. Er kann das unglückselige Los in ein seliges Los umwandeln, wenn er nur alles tut, um sich meine Gegenwart zu sichern, wenn er sich wieder zur Liebe wandelt. Und es ist dies wahrlich nicht so schwer, denn er braucht sich nur meine Gebote der Gottes- und Nächstenliebe zur Richtschnur seines Erdenwandels zu machen und immer so zu leben, wie es diesen beiden Geboten entspricht. Da er für sich selbst das Recht in Anspruch nimmt, vom Mitmenschen geachtet zu werden, da er selbst es als wohltätig empfindet, wenn dieser ihm Liebesdienste erweist, so kennt er auch genau den Weg, den er selbst zurücklegen muss, um den Liebegeboten gerecht zu werden. Er braucht nur seine Mitmenschen alles das anzutun, was er selbst wünscht, dass es ihm geschehe, wenn er in der gleichen Lage ist wie der Mitmensch. Was er als Wohltat empfindet, soll er dem Nächsten antun. Und er wird auch immer dazu die Kraft und die Mittel haben, wenn er selbst es nur ernstlich will. Und was er anfangs mit Bedacht tut, das wird ihm bald Herzensbedürfnis werden. Und er wird selbst erfahren, wie beglückend es ist, dem Nächsten Gutes zu tun, zu geben und zu helfen, wo es Not tut. Die Liebe wird sein ganzes Wesen erfüllen. Und immer näher wird er mir selbst kommen. Denn mit jedem Werk der Liebe zieht er mich selbst zu sich und sichert sich meine Gegenwart. Und dann erfüllt er auch seinen Erdenlebenszweck. Er vollzieht die Umwandlung seines Wesens. Er tut das, wozu ihm das Erdenleben gegeben wurde. Er sucht, vollkommen zu werden, wie er es war im Anbeginn. Mit meiner Gnade und Unterstützung wird er es auch schaffen. Niemals aber ohne mich, weil er dazu zu schwach ist. Er muss sich meine Gegenwart sichern. Er muss mich bitten und also durch das Gebet mir einmal nahe kommen. Er muss mich darum ersuchen, ihm Kraft zu schenken für seinen Wesenswandel zur Liebe. Diese Bitte wird ihm unwiderruflich erfüllt werden, denn sie bezeugt den ernsten Willen, diese Wesenswandlung vorzunehmen. Und wer einmal diese Bitte an mich gestellt hat, der wird auch immer wieder vor Gelegenheiten gestellt werden, wo er sich in Liebe üben kann, wo es ihm keine große Überwindung kostet, weil er offensichtlich die Kraft aus mir bezieht, die er sich erbeten hat. Nehmet es nur mit dieser eurer Wesenswandlung zur Liebe ernst
und bittet mich um meine Hilfe. Und wahrlich, ich werde euch gegenwärtig bleiben und euch innerlich antreiben zum Wirken in Liebe, wo immer sich die Gelegenheit bietet. Denn ich will mit euch verbunden sein. Und das kann nur geschehen durch die Liebe, die ihr im freien Willen bezeugen müsstet, aber immer meine Unterstützung erfahren werdet, wenn ihr nur ernstlich mich um Kraft angeht, euren Vorsatz auch ausführen zu können. Ohne meine Gegenwart vermögt ihr nichts, aber immer könnet ihr euch meine Gegenwart sichern durch Wirken in Liebe oder ein Gebet im Geist und in der Wahrheit. Ich werde es hören und erhören. Ich werde bei euch sein und bleiben. Ich werde euch ziehen, bis ihr nicht mehr euch von mir lösen wollet, bis ihr durch Wirken in Liebe die Bindung mit mir so gefestigt habt, dass ich euch ständig gegenwärtig sein kann. Und dann also die Rückwandlung zur Liebe vollzogen ist, dass ihr euer Wesen dem meinen angeglichen und nun also euren Erdenlebenszweck erfüllt habt und nun wieder werdet wirken können, wie es uranfänglich eure Bestimmung war. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, dass der Vater in aller Fülle in dir wohnt, dass du unser schaubarer Gott bist, dass uns Vater von Ewigkeit in dir Mensch geworden ist. Halleluja. Du dich gegeben hast auf Golgatha, um uns zu befreien von der Sklaverei der Lieblosigkeit. Halleluja. Und das ist dir auch wunderbar gelungen. Halleluja. Danke, lieb Jesus. Danke, danke, danke. Vergib uns unsere Schuld. Beschütze uns vor dem Irrtum. Dein Wille geschehe. Amen. Immerwährender Kampf gegen die Welt. Und wenn es euch gelüstet nach den Freuden dieser Welt, so denket nur daran, dass ihr geistiger Freuden verlustig gehet, weil ihr nicht beides zusammen besitzen könntet, das geistige und das irdische Reich. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Freuden, die euch die irdische Welt bietet, werden immer nur den Körper befriedigen, nicht aber die Seele, die anderes benötigt, um zur Seligkeit zu gelangen, die nicht mit irdischen Genüssen abgespeist werden kann, sondern geistige Nahrung braucht, um selig zu werden. Eure Seele braucht das Brot, welches Leben schenkt. Und darum achtet stets auf euer Begehren, dass es nicht überhand nehme und das Begehren der Seele ertötet. Achtet stets darauf, dass euch nicht irdische Freuden zurückhalten von geistigem Streben, dass sie gleichsam diesen entgegengerichtet sind, dass der Mensch in geistigem Streben nachlässt im gleichen Maße, wie er sich selbst seinem Körper leibliche Genüsse zu verschaffen sucht. Und denket immer wieder daran, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist. Was euch also erfreut oder begehrenswert dünkt und dieser Welt noch angehört, das wird für euch immer ein kleines Hindernis bedeuten, für den Weg nach oben, ins geistige Reich. Es ist euch nicht von mir aus alles versagt, nur darf die Gefahr nicht dabei sein, abzukommen von dem Weg zu mir. Solange diese Gefahr nicht besteht, könntet ihr auch eurem Körper geben, was er verlangt. Und das müsstet ihr selbst feststellen, ob und in welchem Maße ihr gehindert werdet im Verkehr mit mir, im eifrigen Streben nach meinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und wenn ihr nun euch eine Gelegenheit entgehen lasset, die eurer Seele eine geistige Sättigung hätte bringen können, nur um eurem Körper eine Wohltat anzutun, dann ist das ein Unrecht an eurer Seele, die gleichfalls darbet, also leidet, und einer Stärkung bedarf. Der geistig Strebende wird niemals das geistige Reich oder seine Seele zurückstellen. Er wird es immer an erste Stelle setzen. Er wird nicht anders können, als seiner Seele zuerst zu gedenken, und er wird dem Körper nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, bis er zuvor seine Seele wird versorgt haben. Und was er dann dem Körper antut, ist recht vor meinen Augen, denn er gedachte zuerst meines Reiches und meines Willens, bevor er seines irdischen Daseins gedachte. Und es ist dies recht auch meinem Willen entsprechend.
denn ich habe euch in diese Welt hineingesetzt, weil ihr darin ausreifen solltet. Und es wird auch eure Seele darin ausreifen, wenn ihr euch immer meinen Willen vor Augen haltet und diesem gemäß wandelt auf Erden. Und mein Wille wird immer bleiben, dass ihr zu mir eure Augen erhebt, dass ihr mich anstrebet, dass ihr die Verbindung suchet mit mir, dass euch also das geistige Reich gefesselt hält und ihr nicht um der irdischen Welt willen euch wieder in die Materie vergrabet, die euer Tod ist. Und wenn euch große irdische Verlockungen reizen, dann seid stets achtsam, dass ihr nicht Schätze eurer Seele einbüßet, dass ihr freiwillig hingebt, was eure Seele schon in Besitz genommen hatte. Dass ihr freiwillig hingebet, was eure Seele schon in Besitz genommen hatte, dass ihr ihrer Begehren nicht achtet, dass ihr sie in Not lasset, um irdischen Besitzes oder irdischer Genüsse willen. Die Welt ist euer Feind. Suchet ihrer Herr zu werden und machet sie euch wohl untertan. Aber lasset sie nicht zu eurem Herrn werden, dem ihr euch unterjochet und dadurch verlieret, anstatt zu gewinnen. Bleibet in ständiger Bindung mit dem Reiche, das nicht von dieser Welt ist. Und ihr werdet wahrlich Sieger sein über die irdische Welt. Sie wird euch dienen zu eurer Vollendung, weil diese allein euer Ziel ist. Amen. Danke, lieb Vati, dass du in Jesus Mensch wurdest, dass du so wunderbar bist. Beschütze uns vor dem Irrtum und segne diese wunderbare Arbeit, dass wir weiter dein Wort einlesen dürfen für alle. Halleluja, denn du hast nur Lösungen und nur Antworten. Danke, lieb Vati, dein Wille geschehe. Amen. Kraft des Wortes. Tägliche Seelenarbeit. Aus meinem Wort solltet ihr euch die Kraft holen, die euch mangelt. Bedenke doch, dass ich selbst euch anspreche und dass dies wirklich ein Gnadenakt ist, der niemals ohne Wirkung sein kann. Bedenke, dass ich selbst euch mit meiner Liebe anstrahle, dass ihr das nun auch fühlen müsstet in Form einer Kraftzufuhr, die eurer Seele wahrlich großen Segen bringt. Und ihr werdet auch körperlich gekräftigt euch fühlen, wenn ihr euch innig mit mir verbindet. Und es werden euch immer wieder neue Gnaden zufließen, weil ich eure Schwäche ersehe, euer geistiges und irdisches Versagen in Zeiten seelischer Not. Aber ihr brauchet kein Versagen zu fürchten, wenn ihr euch nur an mein Wort haltet. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihr findet bei mir immer die Hilfe, die ihr benötigt. Ihr braucht nur voll vertrauend euch an mich zu wenden und ihr brauchet nur immer wieder mein Wort zu hören oder zu lesen, durch das ich allzeit als Vater meine Kinder anspreche. Durch diese Ansprache empfanget ihr Kraft und es wird sich euer Notzustand beheben. Ihr werdet in seelischer Gewissheit verharren, bis euch Hilfe kommet. Mein Wort birgt die Kraft in sich, die auf euch nun überströmt, wenn ihr euch von mir ansprechen lasset. Doch es muss dies auch in der Gewissheit geschehen, dass ihr von mir angesprochen werdet. Ihr dürft nicht das Wort lesen als Buchstaben, ihr müsst mit ganzer Seele dabei sein und mich anhören und ihr werdet die Wirkung meines Wortes spüren in und an euch selbst, wie es auch nicht anders sein kann, weil alles, was von mir ausgeht, Kraft ist und als Kraft auch wirken muss. Wenn ihr aber dennoch glaubet, unberührt zu bleiben, dann liegt es nur an euch selbst, dass ihr die Bindung mit mir nicht innig genug herstellt. Dann gedenket nur meiner Liebe, die euch gilt, und ihr werdet aus meinem Wort dann die Liebe fühlen und eure Seele wird gekräftigt sein. Jeder Tag gibt euch die Möglichkeit, an eurer Seele zu reifen.
Denn an jedem Tag könnet ihr euch mit mir verbinden, durch Liebe wirken und innigem Gebet. Und jede Bindung mit mir macht ein Überströmen meiner Kraft möglich, die sich immer günstig auswirken wird an eurer Seele. Denn wenn ihr nur jeden Tag es einmal möglich machet, dass euch eine Kraftzufuhr zugeht, dann könnet ihr auch mit Gewissheit eine Zunahme eurer Reife erwarten. Und eure Seele hat gewonnen. Es war der Tag nicht vergeblich gelebt. Und sowohl zum Liebewirken als auch zu einer innigen Zwiesprache mit mir habt ihr immer Gelegenheit. Es braucht daher kein Stillstand eures Reifeprozesses eintreten. Ihr könnt zuversichtlich und heiter euren Lebensweg gehen, denn ein Plus zu erwerben für eure Seele bedeutet viel. Angesichts des nahen Endes, das eben erhöhte Arbeit an eurer Seele erfordert. Und ob ihr auch körperlich nichts davon wahrnehmet, es geht vor allem um eure Seele und diese braucht nicht leer auszugehen, selbst wenn irdisch der Tag auch keine großen Vorteile eingetragen hat. Ihr werdet auch irdisch Kraftzufuhr erlangen, wenn ihr ernstlich eurem Vater im Himmel darum angeht, denn er weiß um alle eure Nöte und wird sie auch gern beheben. Ihr seid doch meine Kinder und ich nehme mich aller eurer Sorgen und Nöte an. Aber ich verlange auch euren Willen, der darauf gerichtet sein soll, geistig auszureifen. Jedes Gebet zieht geistigen Segen nach sich, für euch selbst und auch für eure Lieben, denen eure Gebete gelten. Darum werdet ihr auch zu jeder Zeit Seelenarbeit leisten können, wie ihr auch beten könnt zu jeder Zeit, wenn ihr euch nur innig mit mir verbindet und in Gedanken Worte stammelt. Ich höre und verstehe sie und ich erfülle gern solche Bitten, die ein Kind im Vertrauen auf meine Hilfe mir zusendet. Und so braucht kein Tag für euch ein Verlorener zu sein, denn geistig könntet ihr immer euren Nutzen ziehen, vorausgesetzt, dass ihr guten Willens seid und mir angehören wollet. Denn ich rede hiermit meine Kinder an, die das Verhältnis eines Kindes zum Vater schon hergestellt haben, die mir nicht mehr abseits stehen, denn die anderen können so manchen Tag vergehen lassen, ohne ernstlich ihrer Seele zu gedenken, und diese sind in größter geistiger Not. Und auch für sie könntet ihr beten, und es wird ihnen und euch zum Segen gereichen, denn die Menschen sollen alle zu mir finden, weil nur in und mit mir die Seligkeit zu finden ist, weil der Zusammenschluss mit mir erstes und letztes Ziel ist, das ihr alle erreichen solltet. Denket nur immer daran, dass ich euch liebe, dass ihr meine Kinder seid und dass ich nur ersehne, mit euch in steter Verbindung zu stehen, die aber von euch selbst hergestellt werden muss. Und schenket mir eure Liebe, dann schenket ihr mir auch euren Willen und dann werden eure Gedanken auch immer zu mir gerichtet sein und ihr werdet mit Gewissheit eurer Seele zur Reife verhelfen. Ihr werdet nicht vergeblich leben auf Erden, weil jeder Tag euch dann mir näher bringt, bis ihr mit mir vereinigt seid auf ewig. Amen. Christus Jesus, Erlöser der Menschheit, bitte sei uns ganz nah und steh uns bei und öffne unsere Herzen und unsere Sinne, um dieses Wort zu empfangen und es aufzunehmen und dass es Frucht bringe in unseren Herzen und dass wir danach handeln. Bitte dich, segne diese Arbeit und segne uns und segne alles Geistige. Danke. Amen. Öftere Selbstbetrachtung nötig. Geht in euch und erkennet eure Schwächen. Es tut euch eine öftere Selbstbetrachtung sehr Not, denn ihr Menschen seid euch nicht dessen bewusst, dass ihr noch sehr mangelhaft gestaltet seid, weil ihr nicht euren Seelenzustand einer Kritik unterzieht, sondern ihr euch einfach zufrieden gebt, wenn nur euer Äußeres nach eurem Gutdünken in Ordnung ist. Doch Letzteres trägt nicht zur Erhöhung der Seelenreife bei, die eine Arbeit für sich fordert, soll Erfolg gezeitigt werden. Und es tut Not, dass ihr wisset, wie ihr beschaffen sein sollt und wie ihr beschaffen seid. Darum solltet ihr des Öfteren euch selbst Rechenschaft ablegen.
Ihr sollt Selbstkritik üben und als Maßstab immer nur meine Gebote der Gottes- und Nächstenliebe anlegen. Und ihr werdet bald eure Schwächen und Mängel inne werden. Und ihr werdet bald euer Schwächen und Mängel inne werden, die mit klarster Deutlichkeit nun hervortreten, wenn ihr willens seid zu einer ernsten Wandlung eures Wesens. Und das soll euch gesagt werden, dass es ernster Wille des Herzens sein muss, nicht nur Formsätze, die der Mund ausspricht, nach außen hin, von denen aber das Herz nicht berührt ist. Ihr Menschen seid alle noch zu sehr weltlich eingestellt, und das hat zur Folge, dass die uneigennützige Nächstenliebe nur sehr wenig geübt wird, weil der Mensch immer erst an sich selbst denkt, der mit der Welt noch zu sehr verhaftet ist, ehe er des Nächsten gedenkt. Ist es euch aber ernst, dass eure Seele zur Reife gelange, dann werdet ihr auch ganz offen und ehrlich euch eure Schwächen und Mängel eingestehen und versuchen, dagegen anzugehen, um eine Wandlung zu erreichen und vor euch selbst als ernsten Willens dazustehen. Denn der ernste Wille allein sichert den Erfolg, während eine oberflächliche Prüfung nicht als solche angesehen wird und auch keinen Erfolg für die Seele bedeuten kann. Es kann euch wohl in jeder Weise geholfen werden, dass ihr Beistand findet, sowohl in eurem Wollen als auch im Handeln. Aber dennoch müsst ihr selbst die eigentliche Arbeit leisten an eurer Seele. Und dazu gehört ein sich selbst beschauen und erkennen. Es gehört dazu auch der Vollernst einer Selbstprüfung, die euch nun auch enthüllen wird, wo eure Arbeit nun einsetzen muss, die euch dann aber auch sicherlich gelingen wird, denn dann findet ihr geistige Unterstützung in hohem Maße. Der ernste Wille ist alles, und dieser Wille wird auch gewertet von dem, den ihr lieben sollet, über alles, und der euch auch die Liebe zu euren Brüdern geboten hat, die auch seine Kinder sind und gleiche Liebe von euch beanspruchen. Daran aber lasset ihr es alle fehlen. Darum werdet ihr immer wieder Ermahnungen anhören müssen, euch selbst zu beschauen. Denn soll euch geholfen werden, dann müsstet ihr erst wissen, wo Hilfe nötig ist. Und erst wenn ihr euch selbst erkennet, wenn ihr selbst euch Mühe gebet, euer Wesen zu erkennen, das noch weit ab ist von der Vollkommenheit, werdet ihr euch bemühen, jene zu erreichen, wenn auch dies noch ein Willensakt ist von großer Festigkeit, aber doch möglich mit geistiger Unterstützung, so wie erkannt wird, dass ihr eines guten Willens seid und ernstlich eure Vollendung anstrebt. Amen. O du Heiland, Christus Jesus, der du im Fleisch gekommen bist, Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat, bitte stehe uns bei und bitte segne uns, bitte erfülle uns mit dem Heiligen Geist, deiner Liebekraft und lass uns erstrahlen in deinem Glanze und segne diese Arbeit, das Wort, das wir hier aufgeschrieben vor uns haben, ein Segen ist für uns und für alle, die es hören. Amen. Kämpfen oder dienen. Vergesstet nicht, dass ihr kämpfen müsstet oder dienen. Doch der Kampf soll nicht ein Kampf sein gegen eure Mitmenschen, gegen Schwache und Wehrlose. Auch nicht, dass einer gegen den anderen zieht, um ihn zu überwinden, um irdische Erfolge willens. Es soll ein Kampf sein gegen euch selbst, gegen Fehler und Untugenden, Laster und Begierden. Dieser Kampf ist nicht leicht und benötigt alle eure Kräfte. Doch so ihr in diesem Kampf Sieger werdet, ist es euch ein herrlicher Gewinn. Ihr könnt aber auch einen anderen Weg wählen, um zu diesem Gewinn zu gelangen, den Weg dienender Nächstenliebe. So wie ihr dienet, besieget ihr gleichfalls euch selbst, denn ihr wandelt euer Wesen freiwillig um. Die Kraft, die ihr benötigt, um alle Fehler und Untugenden abzulegen, erwerbet ihr euch nun durch euer Liebeswirken, und ihr empfanget ein reiches Maß von Gnade, so ihr in Liebe dienet. Denn ihr habt nun als erstes die Überheblichkeit überwunden. Ihr seid demütig geworden und könnet unbeschränkt nun Gnade empfangen. Ihr braucht keinen Kampf mehr zu führen gegen euch selbst, so wie ihr in Liebe dienet. Ein Dienen in der Liebe ist nur eine andere Form des Kampfes wider sich selbst, doch mit dem gleichen Erfolg, den Sieg zu ringen über alles Unedle, über alle Begierden, über die Lieblosigkeit. Durch Kämpfen oder Dienen wird die Wesenswandlung im Menschen vollzogen. Doch weit leichter ist das Dienen als das Kämpfen, und wer sein Mitmenschen immer ein dienender Bruder ist,
Der stößt auf weit weniger Widerstand als der Mensch, der sich die planmäßige Selbstüberwindung zum Ziel macht. Denn diesem wird von Seiten der Mitmenschen nicht die Geduld und Liebe entgegengebracht, die sich der Erstere erwirbt durch sein Verhalten gegen die Mitmenschen. Darum heißt es auch kämpfen oder dienen, weil dem Dienenden schwere innere Kämpfe erspart bleiben, die der andere oft zu bestehen hat. Ein Kampf mit der Waffe der Liebe ist immer aussichtsreich, und es ist wahrlich der Stärkere, der in Demut dienet, denn er erreichet schneller sein Ziel, weil er stets reich bedacht wird mit Gnade und Kraft, die der Kämpfende sich wohl auch erbitten muss, ansonsten er im Kampf wieder sich selbst unterliegt. Sie wird ihm auch von Gott auf sein Gebet hinzugeführt, so dass ihm seine Wesenswandlung gelingen kann. Doch erst dann erreicht ist, wenn er auch in Liebe dienet. Wenn seine Ich-Liebe nach hartem Kampf zur uneigennützigen Nächstenliebe geworden ist. Wenn auch er nun Kraft und Gnade bezieht durch Wirken in Liebe. Amen. Danke, Jesus, danke, 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 dass du im Fleisch gekommen bist, uns alle erlöset hast auf Golgatha, Halleluja, bitte, 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 beschütze uns vor dem Irrtum und zeige uns auf, warum du uns so wunderbar liebst und zeige uns auf, wann du uns auch nicht mehr lieben kannst, Halleluja, dein Wille geschehe, Amen. Demut, Überheblichkeit, Gefahr, dem Demütigen schenke ich meine ganze Gnade. Dem Überheblichen entziehe ich sie, denn die Überheblichkeit erstickt die Liebe, während die Demut Liebe erweckt. Und darum gehört auch dem Demütigen meine ganze Liebe, die ihn nun mit Gnade überschüttet ohne Maß. Empfindet der Mensch Liebe im Herzen zu seinen Mitmenschen, so kann er nicht ihm gegenüber überheblich sein, sondern er betrachtet ihn als seinen Bruder und er dient ihm aus Liebe. Darum wird auch der Demütige die Werke der Nächstenliebe verrichten, wofür ich ihn segne und belohne mit meiner Liebe und Gnade. Wer überheblich ist, dessen Herz ist hart und gefühllos. Er dient nicht, sondern er will herrschen und wird darum von mir nicht angesehen, weil dieses Gefühl, die Begierde zu herrschen, Anlass war seines einstigen Abfalls von mir, der nur durch tiefe Demut mir gegenüber gesühnt werden kann. Also auch die Demut Rückkehr zu mir bedeutet. Das Geistige war tief gesunken durch die Überheblichkeit. Im Stadion als Mensch aber hat es schon wieder eine gewisse Höhe erreicht, wo nun aber die Gefahr groß ist, wieder in den Hochmut zu verfallen, sich selbst zu überheben, was in Lieblosigkeit dem Menschen gegenüber zum Ausdruck kommt. Dass sich der Mensch durch den Hochmut auch aller Hilfsmittel zur Höhe beraubt, dass er sich dadurch meine Gnade verscherzet, ist die größte Gefahr, auf die ich euch stets aufmerksam mache, auf dass ihr nicht wieder in die Tiefe stürzet, aus eigener Schuld. Alles, was überheblich ist, gehöret noch meinem Gegner an, der in größter Abwehr gegen mich verharrt und glaubt, mich stürzen zu können. Er wurde mein Gegner als eins höchster Lichtträger, weil er sich über mich erhob. Er glaubte, sich über mich stellen zu können und stürzte in den tiefsten Abgrund. Die Überheblichkeit ist der erste Schritt zum grundlosen Fall. Die Demut dagegen, die Leiter zur Höhe, die sicherste Brücke zu mir. Denn wem ich meine Gnade schenke, der erreicht sicher sein Ziel, weil meine Gnade Hilfe bedeutet, meinen Beistand und meine Führung. Gedenket eurer einstigen Sünde, die euch von mir schied. Gedenket meiner übergroßen Liebe, die euch zu mir ziehen will. Gedenket eurer Schwäche und Unvollkommenheit und gedenket des weiten Abstandes, in dem ihr euch befindet. Dann werdet ihr in tiefster Demut euer Haupt beugen und sehnend eure Hände nach mir ausstrecken. Und dann erfasse ich euch mit meiner Liebe und Gnade und gebe euch alles, wessen ihr bedürfet, um den Abstand von mir zu verringern, um zu mir zu gelangen, von dem ihr ausgegangen seid. Doch wehe, wenn ihr euch niemals des Abstandes von mir bewusst werdet, wenn ihr euch zu erhaben glaubt, um zu mir zu beten in tiefster Demut, dann kann euch keine Gnade zugehen, dann seid ihr noch in der Gewalt dessen, der euch zu Fall brachte, dann könntet ihr niemals frei werden von der Sünde, der einstigen Überheblichkeit,
denn ohne meine Gnade könnet ihr nie und nimmer selig werden. Der geistige Hochmut und seine Gefahr. Der geistige Hochmut ist das größte Übel, denn diesen zu überwinden erfordert die größte Kraft. Und da der Mensch, der geistig hochmütig ist, noch voll und ganz dem Gegner angehört, wird er niemals Gott bitten um Zuwendung von Kraft. Und er wird gefesselt bleiben, bis sein Herz zur Demut sich gewandelt hat, was zumeist mehr als einen Erdenwandel erfordert, also eine Neubannung in der Materie benötigt. Der geistige Hochmut ist das Erbübel dessen, der aus Überheblichkeit gefallen ist zur Tiefe. Dieser wird seinen geistigen Hochmut auch in Ewigkeiten nicht aufgeben, und darum wird er erst dann den Weg zum Vater einschlagen, wenn er sich so klein und niedrig und kraftlos fühlt, dass er nun Kraft erbittet, die ihm dann auch geschenkt wird. Und so auch ist sein Anhang, der im geistigen Hochmut verharrt, der sich nicht beugen will unter den Willen Gottes, der darum auch keinen Gott über sich anerkennen will, der als Mensch von dem Wert seines Ichs so voll überzeugt ist, dass er keine geistigen Belehrungen annimmt, dass er keine Hilfe zu benötigen glaubt, die ihm von Seiten einer höheren Macht geleistet werden kann. Volle Glaubenslosigkeit und geistiger Hochmut werden immer zusammengehen, und weil der Mensch keinen Gott anerkennen will, wird ihm auch niemals die Kraft zufließen können, sich frei zu machen von jenem Erbübel. Und der Mitmensch hat keinen Einfluss auf ihn, weil er sich erhaben dünkt über alles, was Glauben voraussetzt, was in geistiges Gebiet hineinragt. Diese Menschen anzusprechen und ihnen das Wort Gottes zu vermitteln, ist selten von Erfolg, weil sie ständig unter dem Einfluss des Gegners von Gott stehen, der auch seinen Anhang von Gott getrennt halten will, auf dass er selbst nicht geschwächt werde in seiner Macht und Stärke, die er zu besitzen glaubt, in seinem Anhang. Es muss große irdische und körperliche Not über einen Menschen kommen, der geistig hochmütig ist, so dass er in sich das Gefühl der Schwäche merkt, dass er seine Gedanken wandeln könnte. Er muss erkennen, dass er nichts ist und nichts ändern kann, Kraft seiner menschlichen Natur. Und es muss ihn dieses Gefühl der Mangelhaftigkeit zum Nachdenken bewegen. Dann gibt er langsam seine Überheblichkeit auf, weshalb es eine Gnade ist von unerhörter Bedeutung, wenn der Mensch in solche Lebenslagen versetzt wird, wo er sich seiner Schwäche und Mangelhaftigkeit bewusst wird und er daraus die Konsequenzen ziehen kann. Doch sein freier Wille bleibt ihm stets belassen, weshalb auch immer der Gegner seinen Einfluss ausüben wird und er dann ebenso gut die Gedanken verwerfen kann, die in ihm auftauchen. Aber es wird um seine Seele gerungen, auch von Seiten der Lichtwelt, um ihn vor dem Lose einer Neubannung zu bewahren. Und wenn es ihnen nur gelingt, dass der Mensch vor seinem Tode seine völlige Niedrigkeit erkennt, dass er noch vor seinem Tode über sich eine Macht anerkennt, dann kann ihm noch im Jenseits weitergeholfen werden und er braucht nicht noch einmal den Weg durch die gesamte Schöpfung zu gehen. Dann ist es ihm gelungen, sich von der Herrschaft des Gegners freizumachen, wenngleich die Seele im jenseitigen Reich schwer wird ringen müssen, um zu Licht zu kommen, das ihr auf Erden oft geleuchtet hat, aber nicht angenommen wurde. Doch Gott hat Erbarmen mit jeder Seele und er gibt sie nicht auf. Aber der Mensch hat freien Willen und dieser bestimmt allein das Los der Seele, wenn sie den irdischen Leib verlässt. Amen. Christus Jesus, Heiland, bitte segne diese Arbeit und segne dieses Wort. Reichtum oder Armut sind weder Vorteil noch Hindernis zur Seligkeit. Und ob sich euch auch die schönsten irdischen Hoffnungen erfüllen, ob ihr steiget zu Ehre und Ansehen, zu größtem wissenschaftlichen Ruhm, ob euch auch irdisches Glück beschieden ist, es nimmt alles sein Ende mit dem Moment eures Todes, und ihr nehmet nichts davon hinüber in das jenseitige Reich. Ihr werdet vielmehr doppelt eure Armseligkeit empfinden,
wenn ihr nicht geistige Schätze aufzuweisen habt, die euch den irdischen Verlust ums Tausendfache ersetzen. Aber gerade das wird selten sein, dass ein Mensch, der auf Erden alles besaß, auch geistig gestrebt hat, der wohl viel irdische Güter sein eigen nannte und diese auch verwertet hat nach dem Willen Gottes, der sich nicht von ihnen beherrschen ließ. Zumeist sind die Herzen derer verhärtet, die irdisch reich bedacht sind. Und dem Zustand des Herzens gemäß ist dann auch der Zustand der Seele nach dem Leibestode. Die Erde und das geistige Reich sind ganz verschieden. Daran sollten die Menschen immer denken. Und so sollten sie auch niemals jene beneiden, denen das Erdenleben restlose Erfüllung bringt. Denn ein solches Erdenleben garantiert nicht einen gleichen Zustand im jenseitigen Reich. Dagegen kann irdische Armut und Unansehnlichkeit zur Läuterung einer Seele beitragen. Und in Licht und Glanz kann eine solche Seele eingehen durch das Tor zur Ewigkeit. Doch wie auch die irdischen Verhältnisse sein mögen, in die der Mensch schicksalsmäßig gestellt wurde, er hat immer die Möglichkeit, sich zur geistigen Reife zu bringen. Es sind ihm in jeder Lebenslage die Mittel in die Hand gegeben, die seiner Seele zur Läuterung verhelfen. Weder garantiert Armut und Leid ein ewiges Leben in Seligkeit, noch ist ein Erdenleben in irdischer Erfüllung ein Hindernis für ein solches ewiges Leben. Es liegt allein am Willen des Menschen, ob dieser geistig gerichtet ist und also aus jeder Lebenslage einen Nutzen für seine Seele zu ziehen sucht. Es liegt allein daran, ob der Mensch die Bindung mit Gott herstellt, wozu er in jeder Lebenslage angeregt wird. Es besteht nur die Gefahr, dass jeder Gedanke an Gott zurückgedrängt wird, wenn sich der Mensch befriedigt fühlt von seinem irdischen Leben oder er stets größere irdische Erfolge zu erreichen sucht. Wie aber umgekehrt auch jene, denen das Erdenleben jegliche Erfüllung versagt, sich in Verbitterung feindlich einstellen können gegen das Schicksal und sie auch ohne Glauben dahingehen können, also ebenfalls keine geistigen Erfolge verzeichnen bei ihrem Ableben. Dennoch ist es bei weitem leichter, den Weg der Aufwärtsentwicklung zu gehen für die Menschen, die weniger bevorzugt scheinen während ihres Erdenlebens, denn von diesen wird gleichsam der Verzicht auf materielle Güter schicksalsmäßig gefordert. Sie brauchen nur sich damit abzufinden und auch ihre inneren Wünsche zum Schweigen zu bringen. Und sie sind dann beträchtlich im Vorteil gegenüber denen, die gleichfalls schicksalsmäßig in Glück und Überfluss leben. Es braucht darum nicht immer der Arme bedauert werden. Noch viel weniger soll der Reiche beneidet werden. Denn nur das ist von Wert, was sich die Seele des Menschen erwirbt. Ist aber die Stunde des Todes gekommen, so bleibt alles Irdische zurück. Und dann ist es weit leichter, sich von der Welt zu trennen, wenn nichts ist, was den Menschen noch an die Erde fesselt, wenn er sich gänzlich freimachen konnte von der Materie, wenn das Denken des Menschen nicht belastet ist mit irdischen Dingen, die ihm sein Abscheiden schwer machen und ihn nur hindern an der ausschließlichen Bindung mit Gott, mit seinem Reich. Was auch das Erdenleben euch bieten mag, es wird hinfällig mit dem Moment eures Todes. Was ihr aber während des Erdendaseins entgegengenommen habt aus dem geistigen Reich, das bleibt bestehen. Und zu geistigen Gütern könnet ihr nur kommen, wenn euer Herz sich löset von den materiellen Schätzen. Wenn ihr sie jederzeit hingeben könnet aus Liebe zu Gott und eurem Nächsten, dann werdet ihr stets mehr empfangen, als ihr hingegeben habt. Dann werdet ihr euren geistigen Reichtum mehren und ihr werdet dann auch irdische Reichtümer recht verwenden. Das heißt, dem Willen Gottes gemäß zu werken barmherziger Nächstenliebe. Dann aber brauchet ihr auch die Stunde des Todes nicht zu fürchten, denn ihr werdet nicht sterben, sondern eingehen zum ewigen Leben. Amen. Danke, Jesus, danke! Danke, dass du im Fleische gekommen bist, dass du uns alle erlöset hast, Halleluja! Du bist so wunderbar, dass die ganze Fülle unseres ewigen Liebhimmelsvaters in dir wohnet und du dadurch unser schaubarer Gott bist. Halleluja, dass dein Geist, dein Wort, dein lebendiges Liebewort, der Heilige Geist so in uns wirket, dass du uns auf deine Kundgaben geführt hast, dass wir sie jetzt einlesen dürfen für alle deine Kinderchen. Bitte beschütze uns vor dem Irrtum, Halleluja! Du bist so wunderbar, Halleluja! Und dann mal los, Jesus, beschütze uns, dein Wille geschehe. Amen. Weltliebe des Widersachers Anhänger, Gottesliebe überwinden der Materie. Ein geistiges Leben führt nur der Mensch, der zu Gott verlangt, während der Anhänger des Widersachers ein rein weltliches Leben lebt auf dieser Erde. Selbst wenn er ein scheinbarer Vertreter Gottes ist. Die Welt überwinden heißt auch, den Widersacher zu überwinden, also die Lieblosigkeit zu überwinden, die Materie zu überwinden, geistig zu denken, Halleluja. Der Herr der materiellen Welt ist er insofern, als dass ihm noch das unreife Geistige gehört, das in der Materie gebunden ist.
obwohl ihm die Macht über das Geistige entzogen ist. Es ist wohl noch sein Anteil, weil es gleichen Geistes ist, also lieblosen Geistes ist, doch seinen Einfluss nicht zugänglich, solange es in der Form gebunden ist. Dennoch ist es sein Mittel, um die Menschen das Geistige, das in der Entscheidung steht zwischen Gott und ihm, zu sich hinüberzuziehen. Denn der Mensch als anfänglich unreifes Geistiges verlangt nach dem, was die Welt ihm vor Augen stellt. Doch er soll es überwinden, dann gehört er dem Vater von Ewigkeit an, dessen Reich aber geistig ist. Wer also die Welt liebt und ihre Freuden, wer nach der Materie trachtet und nur für die Gewinnung dieser lebt, der gehört dem Gegner Gottes an und räumt ihm auch die Macht ein über sich selbst. Wer aber zu Gott verlangt, den reizt die Welt nicht mehr. Er hat die Welt überwunden, ansonsten das Verlangen nach Gott nicht in ihm erwacht wäre. Folglich ist das Abwenden von der Welt auch ein Zeichen der Gottzugehörigkeit, im freien Willen angestrebt. Der Widersacher locket mit der Welt und hat so nach ein Zugmittel, dem die meisten Menschen verfallen, weil sie die Welt lieben. Weltliebe und Gottesliebe zusammen ist nicht möglich. Und Weltliebe und Nächstenliebe wird auch nur selten zusammen anzutreffen sein oder letztere schon ein Abnehmen der ersteren bedeutet. Und daran erkennet ihr die Anhänger Gottes und die Anhänger des Gegners von Gott. Und es wird auch der Mensch so lange nicht den inneren Frieden finden, den Frieden der Seele, wie er den Gütern der Welt Beachtung schenkt, wie er sie noch begehret. Denn der Frieden der Seele kommt aus Gott und Gott ist nur bei dem, der Welt den Rücken zeigt. Der Mensch ist zwar in die Welt hineingestellt und muss seiner Erdenaufgabe nachkommen und das zwingt ihn auch, Fühlung zu behalten mit der Welt. Doch es geht um das Begehren des Herzens, es geht um die innerste Gesinnung, den Schätzen der Welt gegenüber, die völlig an Glanz verblassen werden, so das Streben nach dem geistigen Reich und seinen Schätzen den Menschen erfüllt. Dann steht er wohl gleich fort in der Welt, doch nur zur Erfüllung der Pflichten, die ihm das irdische Leben auferlegt. Die Welt aber reizt ihn nicht mehr, und das ist ein Zeichen, dass er die Welt überwunden hat und folglich auch den Herrn, dass er sich gelöst hat von dem Gegner Gottes, um die Verbindung mit Gott herstellen zu können. Niemand kann zwei Herren dienen, und welchem Herrn der Mensch dienet, ist klar ersichtlich an seinem Verlangen. Die irdische Welt und das geistige Reich sind so weit voneinander entfernt, dass es wohl zu unterschiedlich ist, wonach das Herz des Menschen verlangt. Und niemals kann der Widersacher herrschen in einem Menschen, von dem Gott schon Besitz ergriffen hat durch dessen Willen. Amen. Der schmale und der breite Weg. Der Weg, den ihr geht auf Erden, kann herrlich bequem und freudenreich, aber auch mühselig und schwierig sein für euch. Und zumeist wählet ihr den leichten, ebenen Weg und genießet alles, was euch dieser Weg an Freuden und Genüssen bietet. Ihr schrecket vor dem schmalen Weg, der mühselig ist, zurück. Und ihr fraget nicht nach dem Ziel des Weges, denn den ihr beschritten habt. Es genügt euch für den Augenblick, die Herrlichkeiten genießen zu können, die der breite Weg euch verspricht, aber ihr denkt nicht daran, wohin es führt. Doch immer wieder zweigen schmale Wege davon ab und immer stehen an dessen Abzweigungen Boten, die euch rufen und ermahnen, jene Wege zu gehen, die zwar nicht eben sind, sondern einen Aufstieg erfordern, weshalb ihr Kraft anwenden müsstet, um den Aufstieg zu bewältigen. Die Boten verheißen euch aber auch ein herrliches Ziel. Sie versichern es euch, dass ihr die Möglichkeiten des Weges nicht vergeblich auf euch nehmet, dass euch das Ziel reichlich entlohnen wird für alle Mühsal, für alle Verzichtsleistungen, die dieser schmale Weg von euch forderte. Immer wieder habt ihr Gelegenheit, die breite Straße zu vertauschen, denn immer wieder begegnet ihr diesen Boten, die euch warnen, euren Weg fortzusetzen und euch zu locken suchen auf dem Weg, der nach oben führt.
Ihr müsstet ihnen Gehör schenken. Ihr müsstet euch ernstlich besinnen, dass ihr euch in einer Gefahr befindet, wenn ihr unbeirrt den Weg weiterverfolgt, der niemals zur Höhe führen kann, weil er keine Anstrengungen von euch fordert, weil er scheinbar eben dahin geht, aber immer mehr abwärts zur Tiefe führt. Ihr müsstet selbst bedenklich werden, wenn euer Erdenleben stets euch Erfüllung eures Verlangen bringt. Denn ihr müsstet es euch eingestehen, dass es immer nur weltliche Freuden sind, die ihr begehret und euch schaffet. Freuden, die vergehen, wie Traumgebilde, von denen euch nichts Wertvolles zurückbleibt, vielmehr in euch eher ein Gefühl der Schalheit und des Unbehagens zurücklassen, wenn ihr ernstlich mit euch selbst ins Gericht geht. Die Straße, die ihr wandelt, ist wohl von blumenreichen Hecken eingesäumt und ihr fühlet euch behaglich in solcher Gegend. Aber es ist nichts Echtes, es sind nur Vortäuschungen und Verhüllungen, die euch das Dahinterliegende verdecken lassen sollen. Und ihr würdet erschrecken, könntet ihr hindurchschauen und den Morast entdecken, den diese blumigen Hecken nur verbergen sollen. Die Wege aber, die aufwärts führen, erfordern das Überwinden von Unebenheiten. Und es ist nicht leicht, solche Wege zurückzulegen. Doch dem Wanderer winkt oben ein herrliches Ziel. Er sieht ein Licht über sich erstrahlen, das unvergleichlich wohltuend sich über ihn ergießt und das ihn alle Mühsal vergessen lässt. Und es weiß der Wanderer, dass dieses kein Blendlicht ist. Er weiß es, dass die wahre Heimat ihn erwartet, die ihm dann alle Herrlichkeiten bieten werden. Und er legt gern und freudig den mühseligen Weg zurück. Er achtet nicht der Beschwerlichkeiten, denn ständig empfängt er Kraft von oben. Und darum erreicht er auch sicher sein Ziel. Er kehrt zurück ins Vaterhaus, um selig zu sein und zu bleiben auf alle Ewigkeiten. Amen. Danke, Jesus, danke, danke, danke für dein Wort, danke für dein Wort, danke für dein Wort, danke, 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 du bist so wunderbar, danke, dass du im Fleische gekommen bist und uns alle erlöst hast. Danke, du bist unser einziger wahrer Vati, unser einziger schaubarer Gott, du bist unser einziger Arzt, unsere einzige Medizin, unsere einzige Heilung, du bist unser wunderbarer Herr, unser Bruder, unser König, unser Vater, Halleluja, danke, Jesus, du bist alles für uns, Amen. Halleluja, danke, lieber Jesus, dass du so wunderbar bist, dass du dich gegeben hast auf Golgatha für uns, dass du uns erlöst hast, dass du die ganze Qual, die wir hätten erleiden müssen, um wieder in die Liebe zu kommen, selbst auf dich genommen hast, für alle Wesen, für alle Zeit. Halleluja, danke für diese unermesslich große Nächstenliebetat, für diese unermesslich große Selbstaufopferung. Und danke, dass du es dadurch möglich gemacht hast, dass der Mensch wieder das wundervolle göttliche Wort empfangen kann. Und dass du reichlich gegeben hast. Und dass du uns auserkoren hast, dass wir das aufnehmen dürfen auf MP3 und ein Video davon machen dürfen, es auf YouTube ausstellen dürfen und dass wir es einfach so hören dürfen. Halleluja, wie wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns so weit vertraust, dass wir dein Wort wirklich vertonen dürfen für alle. Deshalb bitte ich dich, beschütze uns vor dem Irrtum und steh uns bei und heilige unsere Zunge oder meine Zunge jetzt im Moment, dass ich nur dein Wort vorlese. Halleluja, ich danke dir so sehr dafür, dass du dein Wort im Überfluss gegeben hast, alles erklärst, wie es ist und uns immer wieder anleitest, in die Nächstenliebe doch kommen zu wollen. Halleluja. Denn es ist ja einfach, erste Gebot, liebe dich, also die Wahrheit und Liebe selbst mit allem, was wir sind. Zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Halleluja, ist ja sehr einfach und sehr schön, dass es nicht um religiösen Tamtam und hübsche Uniformen und Russell Shepard Gottesdienst hast du nicht gesehen. Nein, es geht um die Liebe, 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 Liebe. Nächstenliebe, 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 Nächstenliebe. Und jeder, der das schon mal einsieht, dass nur die Liebe heilt, nur die Liebe, das alles ist, was wir benötigen,
dass du selbst die Liebe bist, die lebendige Liebe, die durch unser Herz in uns einfließen und sprechen will. Halleluja. Dann sind wir auch schon auserkoren dafür, in den Himmel zu kommen, weil wer an die Liebe nicht glaubt oder Liebe mit Sexualität in Verbindung bringt, die ja wahrlich nur dazu da ist, um Kinder zu zeugen und für nichts anderes, der ist auch wahrlich noch nicht so weit, in den Himmel eingehen zu können, in das geistige Lichtreich, in das Reich der Wahrheit, das Reich der Liebe, das Reich der Freiheit, das Reich der Allmacht, das Reich der immer fortwährenden Glückseligkeit. Also dafür muss Mensch, das glaube ich doch wirklich schon, verstehen, dass es einfach ohne Liebe nicht funktioniert und dass das, was die Menschen hier als Liebe verkaufen wollen, nichts mit deiner göttlichen Liebe, die alles erträgt und alles übersteht und alles glaubt, alles hofft, alles kann und die sich nur über Gerechtigkeit und Wahrheit freut, diese Liebe, diese wunderbare, dass das doch notwendig ist für alles. Und wer das ohne Liebe regeln möchte, der weiß auch irgendwie noch nicht genau, wer denn selbst so ist. Halleluja. Und deshalb gibt es dein Wort im Überfluss und jeder, der irgendwie guten Herzens, guten Willens ist, der wird dich auch erkennen da drin. Da bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, denn so unwürdig, klein und schwach und arm im Geist, wie ich selbst bin, da werden das dann wohl die anderen auch irgendwie erkennen können, weil wir brauchen keinen Schulabschluss dafür und wir brauchen gar nichts dafür. Wir brauchen nur irgendwie ein Herz, wo wir hinterher sind, dass wir sehen, in dieser liebelosen Gesellschaft sind wir wohl irgendwie verkehrt. Doch wer sich hier wohlfühlt und am besten auch noch nüchtern wohlfühlt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft der Lieblosigkeit, in dieser Welt des Krieges und der Ungerechtigkeit. Ja, da ist auch keine Sehnsucht nach wahrer Liebe. Das hat wohl schon wahr. Und wo keine Sehnsucht nach wahrer Liebe ist, ist keine Sehnsucht nach Gott. Und da ist auch keine Sehnsucht nach Wahrheit. Und da ist auch kein nichts, was annähernd was mit Glauben zu tun hat. Und da können mir die Religiösen erzählen, was sie wollen. Halleluja. Danke, lieb Jesus, dass du im Fleisch gekommen bist. Beschütze uns bitte vor dem Irrtum. Und hilf nun, dass dein Wort für alle zugänglich wird, damit jeder seinen freien Willen gewahrt die Entscheidung treffen kann, ob das denn was für ihn ist. Oh, bitte hilf, segne all dein Geistiges, dein Wille geschehe, lieb Jesus, Amen. Reichtum oder Armut sind weder Vorteil noch Hindernis zur Seligkeit. Und ob sich euch auch die schönsten irdischen Hoffnungen erfüllen, ob ihr steiget zu Ehre und Ansehen, zu größtem wissenschaftlichen Ruhm, ob euch auch irdisches Glück beschieden ist, es nimmt alles sein Ende mit dem Moment eures Todes, und ihr nehmet nichts davon hinüber in das jenseitige Reich. Ihr werdet vielmehr doppelt eure Armseligkeit empfinden, wenn ihr nicht geistige Schätze aufzuweisen habt, die euch den irdischen Verlust ums Tausendfache ersetzen. Aber gerade das wird selten sein, dass ein Mensch, der auf Erden alles besaß, auch geistig gestrebt hat, der wohl viel irdische Güter sein eigen nannte und diese auch verwertet hat nach dem Willen Gottes, der sich nicht von ihnen beherrschen ließ. Zumeist sind es die Herzen derer verhärtet, die rein irdisch reich bedacht sind. Und dem Zustand des Herzens gemäß ist dann auch der Zustand der Seele nach dem Leibestode. Die Erde und das geistige Reich sind ganz verschieden, daran sollten die Menschen immer denken, und so sollten sie auch niemals jene beneiden, denen das Erdenleben restlose Erfüllung bringt. Denn ein solches Erdenleben garantiert nicht einen gleichen Zustand im jenseitigen Reich. Dagegen kann irdische Armut und Unansehnlichkeit zur Läuterung einer Seele beitragen, und in Licht und Glanz kann seine solche Seele eingehen durch das Tor zur Ewigkeit. Doch wie auch die irdischen Verhältnisse sein mögen,
in der der Mensch schicksalsmäßig gestellt wurde. Er hat immer die Möglichkeit, sich zur geistigen Reife zu bringen. Es sind ihm in jeder Lebenslage die Mittel in die Hand gegeben, die seiner Seele zur Läuterung verhelfen. Weder garantiert Armut und Leid und ein ewiges Leben in Seligkeit, noch ist ein Erdenleben irdischer Erfüllung ein Hindernis für ein solches ewiges Leben. Es liegt allein am Willen des Menschen, ob dieser geistig gerichtet ist und also aus jeder Lebenslage einen Nutzen für seine Seele zu ziehen sucht. Es liegt allein daran, ob der Mensch die Bindung mit Gott herstellt, wozu er in jeder Lebenslage angeregt wird. Es besteht nur die Gefahr, dass jeder Gedanke an Gott zurückgedrängt wird, wenn sich der Mensch befriedigt fühlt von seinem irdischen Leben oder er stets größere irdische Erfolge zu erreichen sucht, wie aber umgekehrt auch jene, denen das Erdenleben jegliche Erfüllung versagt, sich in Verbitterung feindlich einstellen gegen das Schicksal und sie auch ohne Glauben dahingehen können, also ebenfalls keine geistigen Erfolge verzeichnen bei ihrem Ableben. Dennoch ist es bei weitem leichter, den Weg der Aufwärtsentwicklung zu gehen für einen Menschen, die weniger bevorzugt scheinen während ihres Erdenlebens. Denn von diesen wird gleichsam der Verzicht auf materielle Güter schicksalsmäßig gefordert. Sie brauchen nur sich damit abzufinden und auch ihre inneren Wünsche zum Schweigen zu bringen, und sie sind dann beträchtlich im Vorteil gegenüber denen, die gleichfalls schicksalsmäßig in Glück und Überfluss leben. Es braucht darum nicht immer der Arme bedauert zu werden, und noch viel weniger soll der Reiche beneidet werden, denn nur das ist von Wert, was sich die Seele des Menschen erwirbt. Ist aber die Stunde des Todes gekommen, so bleibt alles Irdische zurück, und dann ist es weit leichter, sich von der Welt zu trennen, wenn nichts ist, was den Menschen noch an die Erde fesselt, wenn er sich gänzlich frei machen konnte von der Materie, wenn das Denken des Menschen nicht belastet ist mit irdischen Dingen, die ihm sein Abscheiden schwer machen und ihn nur hindern an der ausschließlichen Bindung mit Gott, mit seinem Reich, was auch das Erdenleben euch bieten mag. Es wird hinfällig mit dem Moment eures Todes, was ihr aber während des Erdenlebens entgegengenommen habt aus dem geistigen Reich, das bleibt bestehen. Und zu geistigen Gütern könnet ihr nur kommen, wenn euer Herz sich löset von den materiellen Schätzen, wenn ihr sie jederzeit hingeben könntet aus Liebe zu Gott und eurem Nächsten. Dann werdet ihr stets mehr empfangen, als ihr hingegeben habt. Dann werdet ihr eurem geistigen Reichtum mehren und ihr werdet dann auch irdische Reichtümer recht verwenden, dem Willen Gottes gemäß zu werken barmherziger Nächstenliebe. Dann aber brauchet ihr auch die Stunde des Todes nicht zu fürchten, denn ihr werdet nicht sterben, sondern eingehen zum ewigen Leben. Amen. Genügsamkeit. Ein genügsames Leben solltet ihr führen, schon von Jugend an, und es wird euch die Überwindung der Materie leichter fallen. Ihr werdet nicht begehren nach irdischen Genüssen, und es wird euch nicht schwer sein, davon abzustehen, um geistigen Gewinnes willen. Je mehr aber die Gier erweckt wird nach irdischem Genuss, desto mehr hat die Seele dagegen anzukämpfen, denn sie wird immer gehindert werden durch ihre Begierden an dem Streben nach geistigem Gut, weil ihre Sinne gefangen sind und sich nicht leicht zu lösen vermögen von materiellen Dingen, die nur dem Körper Wohlbehagen schaffen, für die Seele aber schädlich sind und bleiben werden. Darum ist es schon ratsam, dem Menschen ein gewisses Fasten anzuempfehlen. Aber dieses Fasten besteht nur in einer Begrenzung dessen, was die Sinne lebhaft begehren. Es ist dem Menschen nicht der gänzliche Genuss verboten, nur kann er sich selbst durch das Maß schädigen, indem er dann
eben die Sinne untauglich macht für die Entgegennahme geistigen Gutes, während ein Überwinder, ein Mensch, der sich selbst beherrschen kann und mit wenig zufrieden ist, leicht aufgeschlossen ist für Güter geistiger Art, weil diesen die Materie nicht mehr hindert, sondern er selbst sie sich untertan macht durch seinen Willen. Genügsamkeit kann niemals schaden, immer aber nützen, wohingegen ein Übermaß immer schädigend ist und niemals der Mensch in den Besitz von geistigem Gut kommen wird, der nur seines Körpers Bedürfnisse stillt und darin kein Maß findet. Solange der Mensch sich selbst in der Gewalt hat, ist auch bei ihm ein Öffnen für geistigen Zustrom zu erwarten. Wird aber der Körper übermäßig bedacht, was jede Erfüllung von Begierden bedeutet, dann verschließt sich der Mensch geistigen Zustrom, weil für beides zugleich keine Möglichkeit besteht, weil die Materie das Geistige ausschließt, weil es zwei verschiedene Reiche sind, die ihr Anteil abgeben und beide zugleich nicht im Herzen Widerhall finden können. Aber ein gewisses Maß ist dem Menschen zugebilligt worden, denn was der Körper braucht zum Bestehen, das darf der Mensch begehren und sich zu eigen machen. Doch je geringer dieses Maß in Anspruch genommen wird, desto mehr Vorteil zieht die Seele daraus, indem sie überreichlich bedacht wird mit Gütern, die allein von Wert sind, weil sie unvergänglich sind und hinübergenommen werden in das Reich, das allein wirklich ist, das die Seele betreten wird, wenn sie sich von ihrem Leibe löst und eingeht in das jenseitige Reich. Dann wird sie in Fülle erhalten, weil sie zufrieden war mit wenigem, als ihr auf Erden alles zu Gebote stand. Dann wird sie sich keinen Zwang mehr anzulegen brauchen. Sie wird empfangen, was sie begehrt, und sie wird beglückt werden in Ewigkeit. Amen. Reinigung des Herzens. In meinem Hause will ich allein herrschen, und darum solltet ihr alles herausgeräumt haben, wolltet ihr mich in euer Herz aufnehmen, denn es darf dann für den anderen kein Platz mehr sein, weil ich nicht sein kann, wo er noch weilet. Es ist dies wohl eine schwere Aufgabe für euch, das Herz völlig zu reinigen, alle Begierden abzulegen, alle Fehler und Schwächen zu bekämpfen und mir das Herz als Wohnung herzurichten, wo alles licht und klar ist und ich nun darin weilen kann, um euch zu beseligen schon auf Erden und auch dereinst in der Ewigkeit. Denn meine Gegenwart trägt euch diese Seligkeit ein. Meine Gegenwart bleibt nicht ohne Auswirkung. Meine Gegenwart bedeutet für euch zunehmende Reife der Seele, Weisheit und Kraft zu vollbringen, was euch zuvor unmöglich war. Wenn ich in euch sein kann, dann werdet ihr euch nicht mehr einsam und verlassen fühlen. Dann wisset ihr, dass ihr am Herzen des Vaters wohlgeborgen seid, dass euch keine Gefahren mehr drohen, dass euch mein Gegner nicht mehr bedrängen kann, dass ihr immer näher eurer Vollendung seid, weil euch nun auch der Zusammenschluss mit mir sicher ist, der alles für euch bedeutet. Aber ihr müsstet zuvor eure Herzen reinigen, ihr müsstet alles tun, um den hinauszuschaffen, der euch besitzen möchte für ewig, der aber euer Verderb ist. Ich aber will ebenfalls Wohnung in euch nehmen und euch besitzen für immer. Doch teilen kann ich nicht mit ihm. Euer Herz muss voll und ganz mein Eigentum sein. Und es kann dies nur sein, wenn eure Liebe mir voll und ganz gehört. Und das heißt so viel, als dass ihr nichts anderes mehr begehret und besitzen möchtet als mich allein. Also muss alles irdische Verlangen ertötet sein. Ihr dürft nichts mehr begehren, als nur noch ein Kind eures Vaters zu sein und wie Kinder mit eurem Vater verkehren zu können.
Und zu innigem Verkehr gehört auch eine innige Vereinigung. Das Kind muss dem Vater nahe sein, der Vater muss bei seinem Kinde sein. Also Wohnung nehmen in eurem Herzen. Ihr wisset nicht um die Seligkeit, wie das Kind empfindet, wenn es sich ganz und gar geborgen fühlt in den Armen des Vaters, wenn es keine Furcht mehr hat, keine Not, kein Ungemach und keine Verfolgung mehr zu fürchten braucht, wenn es in sich den Frieden gefunden hat, den nur innige Vaterliebe dem Kind bereiten kann. Und zu diesem Frieden könntet ihr alle gelangen, wenn ihr es euch nur ernst darum sein lasset, euer Herz zu säubern, dass ihr mich darin aufnehmen könnt. Jede Bangigkeit wird von euch weichen, die Unruhe wird euch verlassen, Schwächen und Leiden werdet ihr nicht kennen, in Kraft und Klarheit werdet ihr eure Wege gehen, weil ihr nicht mehr allein wandelt, sondern in ständiger Begleitung von mir euer Erdenleben zurücklegt und also auch euer Feind, mein Gegner, euch nicht mehr bedrängen kann, weil er in euch keinen Winkel mehr findet, wo er unterschlüpfen könnte. Denn in eurem Herzen ist es durch meine Gegenwart so hell geworden, dass er sich nicht mehr verbergen kann, denn er flieht das Licht und noch viel mehr meine Gegenwart. Wollet ihr also zu innerem Frieden gelangen, dann lasset mich nur einziehen in euer Herz und reinigt es von allem, was mir noch den Eingang in euch verwehren könnte. Und ich will euch bei dieser Arbeit helfen, so wie ich sehe, dass ihr euch nach meiner Gegenwart sehnet. Dann will ich euch die Kraft schenken, alles zu unternehmen, um euer Herz würdig herzurichten als Wohnstätte für mich. Und ich will freudig einziehen und immer da bei euch verbleiben, denn ich verlasse dann mein Kind nimmer, das einmal mir sich willig hingegeben hat. Amen. Bewusste Seelenarbeit. Keiner soll damit rechnen, dass ihm noch lange Zeit bleibt für die Arbeit an seiner Seele, denn niemand weiß, wann seine letzte Stunde gekommen ist. Es soll der Mensch so leben, als sei jeder Tag der letzte, der ihm beschieden ist. Er soll eifrig sein in seiner Tätigkeit für seiner Seele Heil. Er soll keinen Tag vergehen lassen, an dem er nicht ein Werk der Liebe verrichtet hat. Er soll seinen Nächsten mit Rat und Tat beistehen. Er soll seines Gottes und Schöpfers gedenken und zu ihm das Verhältnis eines Kindes zum Vater herstellen. Er soll jeden Tag beten zu seinem Vater und sich ihm und seiner Gnade empfehlen. Er soll sich ihm anvertrauen und ihn um seinen Schutz und seine Führung bitten. Er soll sich gedanklich verbinden mit der Lichtwelt. Er soll immer nur das Gute wollen und er wird dann auch nur das Gute tun, was im Willen Gottes liegt. Es kann der Mensch viel dazu beitragen, dass seine Seele schnell ausreift auf Erden, wenn er nur bewusst diese Seelenarbeit leistet, sich immer vor Augen hält, weshalb er auf der Erde weilet und er dann immer so lebt, wie es dem Willen Gottes entspricht, wenn er die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe erfüllt. Er kann dies an jedem Tag zur Ausführung bringen, wenn ihm nur daran gelegen ist, vorwärts zu schreiten in seiner Entwicklung, also sein Erdenleben zweckentsprechend zu leben. Aber er soll diese Arbeit nicht hinausschieben, weil er nicht weiß, wie lange er noch auf Erden lebt. Das Wissen darum ist ihm vorenthalten. Und es ist gut so, weil er sonst nicht frei wäre in seinem Willen. Aber er gerät auch leicht in die Gefahr, leichtfertig seine Seelenarbeit hinauszuschieben. Immer wieder damit rechnen, dass noch lange Zeit sei, dass er ernstlich seiner Seele gedenke. Keiner weiß, wann seine Stunde gekommen ist, und sie kann euch plötzlich überraschen, und dann werdet ihr es bitter bereuen, wenn ihr im jenseitigen Reich erkennet, was ihr versäumet habt auf Erden.
Und es gehen viele Menschen völlig unvorbereitet ein in das jenseitige Reich. Sie haben keinerlei geistigen Fortschritt zu verzeichnen. Sie haben alles versäumt, was ihnen diesen Fortschritt eingetragen hätte. Sie haben gelebt auf Erden nur für ihren Körper, der Seele aber niemals gedacht, die allein fortlebt nach dem Tode des irdischen Leibes. Und sie muss daher auch allein die Folgen tragen, in Qual und Finsternis zu schmachten oder in völliger Öde durch endlose Räume zu irren, arm und elend in großer Not. Noch lebet ihr auf Erden und könntet eurer Seele dieses entsetzliche Los ersparen. Doch ihr müsstet das Leben auswerten und täglich und stündlich Seelenarbeit verrichten, die allein schon ein geistig gerichteter Gedanke für euch sein kann, weil dann auch ein Lichtwesen beistehen und euch immer wieder in geistiges Gebiet zu ziehen suchtet. Was ihnen auch gelingt, wenn ihr guten Willens seid. Gedenket oft der Stunde eures Todes, und immer mehr werdet ihr auch die Schrecken des Todes überwinden, denn je mehr ihr an eurer Seele arbeitet, desto geringer wird die Furcht in euch werden vor der Stunde des Todes, denn dann seid ihr auch vorbereitet für diese. Ihr lebt bewusst und geht auch bewusst und ohne Schrecken dem Ende entgegen, das euch immer wieder angekündigt wird, was in Wahrheit nur ein Anfang ist. Wehe aber denen, die verantwortungslos in den Tag hineinleben, wenn der Tag sie überrascht, der ihrem Leben ein Ende setzt. Wehe denen, die niemals ihrer Seele gedachten und nur ihrem Körper versorgt haben. Ob sie sterben vorzeitig oder den Tag des Endes erleben, ihr Ende wird ein schreckliches sein, denn die Seele wird das Los tragen müssen, das der Mensch selbst ihr auf Erden bereitet hat. Amen. Veranlagung. Triebe in den Vorstadien. Die Veranlagung des Menschen entbindet ihn nicht davon, sich für sein Handeln und Denken verantworten zu müssen. Denn es steht einem jeden Menschen Kraft und Gnade zur Verfügung, jeglicher schlechten Veranlagung Herr zu werden, so er nur will. Zudem hat die Seele in die Verkörperung als Mensch Eigenarten herübergenommen. Zudem hat die Seele in die Verkörperung als Mensch Eigenarten mit herübergenommen, die sie sehr wohl hätte ablegen können in ihren früheren Verformungen und nun als Mensch die Aufgaben angewiesen bekommt, sich ihrer jetzigen Veranlagung entsprechen, die der Seele die Möglichkeit geben, erfolgreich aus dem Kampf gegen diese Veranlagung hervorzugehen. Doch immer muss der freie Wille dazu tätig werden. Und auch diesen stärkt Gott entsprechend der Einstellung zu ihm. Bringt der Mensch den Willen auf, Gott um Beistand zu bitten im Kampf wider sich selbst, wider die eigenen Schwächen und Fehler, dann strömt auch dem Menschen die Kraft zu, sich frei zu machen davon. Zwar bedarf dieses einiges erhöhten Ringens, was dem Menschen aber nicht erspart werden kann, weil die Seele in den Vorstadien die ihr gesetzten Grenzen überschritten hat. Das Geistige, das seinen Aufenthalt in schon mehr gelockerter Form hatte, nützte diese Lockerung bis zu den letzten Grenzen, die ihm gesteckt waren. Es brachte gewissermaßen Triebe zur höchsten Entfaltung, die es nun in der Verkörperung als Mensch wieder dämpfen muss, was erhöhte Willenskraft erfordert. Ebenso kann das Geistige in den Vorstadien sich gemäßigt, also die ihm gesteckten Grenzen nicht voll ausgenützt haben, was nun einen weniger schweren Kampf der Höherentwicklung auf Erden zur Folge hat. Immer aber ist der Veranlagung Rechnung getragen worden durch die Lebensverhältnisse, in welchen das Wesen entsprechend seiner Veranlagung auch die Möglichkeit hat, ihrer Herr zu werden.
Scheinbar wohl hat mancher Mensch schwer zu kämpfen, doch niemals wird etwas Unmögliches von ihm verlangt. Da ihm jederzeit Kraft und Gnade ungemessen zur Verfügung steht, diese aber von ihm selbst angefordert werden muss, weil die Seele zuvor die ihr zugebilligte Freiheit genützt hat in verkehrter Weise und dies sie der Verantwortung nicht enthebt. Amen. Leid als Läuterungsmittel oder Liebe. Was zur Förderung der Seelenreife beiträgt, das werdet ihr oft als Last oder Ungemach empfinden, denn es sind des Öfteren Mittel, um der Seele zur Entschlackung zu verhelfen, um sie lauter und lichtempfänglich zu machen. Zwar gibt es ein überaus wirksames Mittel, das für euch Menschen weniger schmerzvoll ist, wirken in uneigennütziger Nächstenliebe. Dann reifet die Seele sehr schnell aus. Sie erwirbt sich stets mehr Kraft und sie wird durch die Liebe geläutert und gewandelt in ihrem Wesen. Aber ihr Menschen lasset es zumeist an der Liebe fehlen. Ihr habt noch so viel Eigenliebe in euch. Ihr seid noch nicht völlig selbstlos geworden in eurem Denken und Handeln. Und darum muss die Entschlackung der Seele durch andere Mittel vor sich gehen. Wie da sind Leid und Krankheit und Sorgen und Nöte, die euch dann auch belasten und euren ganzen Glauben erfordern, dass ihr ihrer wieder ledig werdet, denn im tiefen Glauben könntet ihr mir all eure Nöte und Leiden anvertrauen, ihr könntet sie mir übergeben und dann auch gewiss sein, dass ich sie euch abnehme. Aber dieser tiefe Glaube geht auch wieder erst aus der Liebe hervor. Und so bleibt immer die Liebe das Vordringlichste. Es kann die Liebe nicht ausgeschaltet werden. Es ist die Liebe das wahre und sicherste Mittel, frei zu werden von Krankheit und Leid, von Sorgen jeglicher Art. Und ihr wisset wiederum nicht, was eurer Seele für ein Segen erwächst, wenn ihr Menschen geduldig auch alles euch Belastende auf euch nehmt, wenn ihr alles ergeben traget um des Ausreifens eurer Seele willen. Denn keine Seele ist schon so weit ausgereift, dass sie bei ihrem Abscheiden von kristallener Klarheit ist, dass mein Liebelicht sie nun ungehemmt durchstrahlen könnte. Mehr oder weniger haften jene Seelen noch Unreinlichkeiten an, und je mehr sie also diese noch auf Erden abstoßen kann, desto beglückter geht sie in das jenseitige Reich ein und dankt mir als ihren Gott und Vater für die Prüfungszeit auf Erden, selbst wenn sie noch so schwer war. Und jeder Tag im Erdenleben ist doch nur eine Gelegenheit zur Bewährung. Jeder Tag ist für die Seele die Möglichkeit, geistige Reichtümer zu sammeln, und jeder Tag geht vorüber, und die Spanne der Zeit bis zu ihrem Abscheiden von der Erde wird immer kürzer. Sie währet nicht ewig, doch der Zustand der Seele, so er sehr mangelhaft ist, kann ewig währen. Und würdet ihr Menschen alles Leid, dass ihr erdulden müsstet, immer nur ansehen als Läuterungsmittel, als die Bedingung für eine Entschlackung eurer Seele von allen ihr noch anhaftenden Schwächen und Fehlern, ihr würdet wahrlich das Leid segnen und euch dessen erfreuen, weil es euch geistigen Fortschritt bringt und einmal ihr es auch erkennen werdet, weshalb es nötig war, während eures Erdendaseins jeden Tag sollt ihr betrachten lernen als eine Stufe auf der Leiter zur Vollendung, die ihr aber auch ersteigen müsstet, um an euer Ziel zu gelangen. Einmal werdet ihr es erkennen, wie nutzlos jene Tage waren, da ihr nichts zu erdulden hattet, es sei denn, sie waren ausgefüllt mit Wirken in Liebe. Und ansonsten habe ich es damals schon auf der Erde gesagt, ein jeder Tag bringt seine Versorgung mit sich und auch seine Last.
dann wird auch das Maß von Leid sich verringern, wenn ihr in Liebe wirket. Und es wäre wahrlich nicht so viel Not und Elend in der Welt, wenn die Liebe geübt würde, wenn die Menschen sich befleißigen, uneigennützige Werke der Liebe zu verrichten und dadurch die Seelenreife zu fördern, in der natürlichsten Weise. Wenn ihr aber leiden müsstet, so seid dankbar dafür und trachtet dennoch danach, euer Wesen zur Liebe zu gestalten, denn kurz nur ist eure Erdenlebenszeit, doch es ist entscheidend für die ganze Ewigkeit. Amen. Ihr Menschen sollt die Vollendung anstreben. Ich habe kein anderes Ziel, als euch zur höchsten Vollkommenheit zu führen, weil ihr als meine Kinder mit mir schaffen und wirken sollet und dazu eure Vollendung gehört, die ihr im freien Willen erreichen sollet. Und dazu werde ich euch verhelfen, solange ihr auf Erden weilet, wo ihr eure Willensprobe bestehen sollet, wo ihr beweisen sollet, dass ihr zu eurem Gott und Vater zurückverlangt, von dem ihr euch einst freiwillig trenntet. Doch euer Wille ist frei und deshalb bittet, so wird euch gegeben. Deshalb kläre ich euch doch darüber auf, was ihr benötigt. Deshalb kläre ich euch doch darüber auf, wo euer Ziel liegt, damit ihr darum bitten könnt und beweisen könnt, dass es euer freier Wille ist. Denn euer freier Wille nun kann euch im Erdenleben das Ziel erreichen lassen. Er kann aber auch einen Stillstand oder erneuten Rückfall zur Tiefe veranlassen. Und ich werde euren Willen niemals zwingen, sondern ihm volle Freiheit lassen. Aber was ich selbst tun kann, das tue ich, um eure Vollendung auf Erden zu erreichen. Denn ich liebe euch und ich sehne mich nach eurer Rückkehr, weil ihr aus meiner Liebe hervorgegangen seid. Und die Liebe will stets beglücken, sie will euch erfüllen, weil ihr dann auch kraftvoll seid und die Kraft nun auch nütze zum Aufstieg zur Höhe. Doch nun steht ihr Menschen in der letzten Zeit, es tritt eine Wende ein, geistig und irdisch, und es ist eurer Entwicklung eine Begrenzung gesetzt. Es werden viele Menschen schon vor der Zeit abgerufen und ihr alle könnet nur noch mit einer kurzen Zeitdauer rechnen, dass ihr auf Erden lebt. Und dennoch genügt auch diese kurze Zeit noch zu eurer Vollendung, wenn ihr sie nur ernstlich anstrebt, wenn ihr wollet, dass ihr den Zweck eures Erdendaseins erfüllt und mich um Kraft und Gnade angeht, um Beistand und Stärkung eures Willens. Ihr könnt es glauben, dass ihr nur mich zu suchen braucht und dass ich mich auch finden lasse von jedem, der mich ernstlich suchet. Habt ihr aber einmal mich gefunden, so lasse ich euch wahrlich nicht mehr allein euren Erdenweg gehen. Ich erfasse euch, ich halte euch fest an meiner Hand, ich führe euch eurer Vollendung entgegen. Und es ist in eines jeden Menschenherzen ein Fünkchen meines Gottesgeistes gelegt, der euch von innen heraus drängt, eure Gedanken mir zuzuwenden. Ob ihr aber dessen Drängen beachtet, das steht euch frei, denn ihr werdet nicht gezwungen zur Willensrichtung zu mir. Ich aber werde nicht aufhören, mich euch zu offenbaren, und alle Geschehnisse im Erdenleben treten so an euch heran, dass ihr mich, euren Gott und Schöpfer, erkennen könnet, wenn ihr nur nicht gänzlich meinem Gegner verfallen seid, der auch um eure Seelen kämpft, weil ihr durch euren einzigen Abfall von mir ihm das Recht dazu gegeben habt. Aber ihr besitzet dennoch meine Liebe, die sich ewiglich nicht verändern wird und die euch auch nicht aufgibt, sondern beharrlich um eure Gegenliebe wirbt. Und diese meine Liebe hat eine solche Kraft, dass ihr freiwillig jeglichen Widerstand aufgebet, wenn ihr nur einmal eure Herzen öffnet und sie einstrahlen lasset in euch.
Dies aber muss euer freier Wille tun, denn ich klopfe zwar an eurer Herzenstür an, ihr selbst aber müsstet die Tür öffnen und mich eintreten lassen. Dann aber seid ihr gerettet für Zeit und Ewigkeit. Dann wird euer Wille sich auch mir zuwenden und ich werde ihn erfassen. Ich werde euch niemals mehr meinem Gegner überlassen, wenn ihr freiwillig euch mir ergeben und also von ihm euch gelöst habt. Und diese Zuwendung zu mir kann jederzeit erfolgen und sie garantiert euch auch geistigen Erfolg in kurzer Zeit, die euch noch bleibt auf dieser Erde. Doch das solltet ihr glauben, dass nur noch wenig Zeit ist, und ihr solltet meine Ermahnungen und Warnungen ernst nehmen und eifrig an eurer Seele arbeiten, denn sie soll sich noch läutern von allen Schlacken, um klar und lauter eingehen zu können in das Reich des Lichtes und der Seligkeit, wenn die Stunde ihres Abscheidens von dieser Erde gekommen ist. Dass sie nicht verloren ist, wenn sie einmal ihren Willen mir zu gehören bekundet hat, das ist gewiss. Den Lichtgrad aber muss sie sich selbst schaffen auf dieser Erde, wozu ich ihr aber wahrlich auch helfen werde. Eine völlige Hingabe an mich trägt euch auch meine völlige Besitznahme ein. Und dann wird euch Kraft in aller Fülle zuströmen, die nun die Seele auch verwerten wird, zu unausgesetztem Liebewirken. Eure Seele wird sich entschlacken, sie wird immer vollkommener werden, sie wird nun ein Leben führen auf Erden nach meinem Willen. Sie wird mir so innig verbunden sein, dass ich nun auch direkt auf sie einwirken kann, dass sie von meinem Geist erfüllt ist und sie nun immer nur tut, wozu mein Geist sie drängt. Sie wird meine Stimme hören und als Kind sich vom Vater leiten lassen und sie wird wahrlich auch ihre Vollendung auf Erden erreichen. Amen. Danke, 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 lieb Vati, dass du mit all deiner Fülle in Jesus wohntest, dass du in Jesus uns unser schaubarer Vati bist, dass du seit deines Aufstiegs in den Himmels eins bist mit Jesus, dich komplett verbunden hast und deshalb ist überhaupt gar kein Unterschied mehr zwischen dir und Jesus gibt, sondern Jesus ansehbar als du bist. Uns lieb Vati, Halleluja, danke lieb Vati, dass du dich deinen Kindern so gar wesenhaft schaubar gemacht hast, damit niemals wieder ein freiwilliger Abfall von deiner Liebe von unserer Seite her geschehen muss, Halleluja, und geschehen wird, wie du auch versprochen hast. Danke, dass dein Wort so wunderbar ist, dass dein Wort die einzige ewige Wahrheit ist, die es überhaupt gibt. Das einzige Wort, in welchem deine wunderbare Liebekraft innewohnt und uns zur Verfügung steht, wenn wir doch mit deinem Worte arbeiten, wenn wir dein Wort durch unsere Verstandesmaschine laufen lassen, verarbeiten, Selbststellung dazu beziehen. Denn der, der von Gott kommt, redet ja Gottes Worte, Halleluja. Wenn wir also nicht nur das Wort irgendwie lesen und konsumieren, sondern wir auch Selbststellung dazu beziehen und praktisch gesehen in geistigen Gesprächen mit unseren Schwestern und Brüdern dein Wort verkünden, so wie wir es verstanden haben und dir dadurch mitteilen und auch im Gebete dir das uns zugeführte Wort durch Hören, Schrift oder durch das Herz direkt, dass wir dir das nochmal erklären, so wie wir das verstanden haben von dir und dich dann bitten dürfen, dass du uns immer vor dem Irrtum beschützt. Und dass du bitte deine ewige Wahrheit auf ewig in unseren Herzen festmachen mögest, bitte, damit wir das tun, was du vor 2000 Jahren schon gesagt hast, geistige Schätze sammeln, geistige Güter sammeln, und zwar dein heiliges, wunderbares Wort, in dem die Liebekraft wohnet, denn im Wort ist das Leben und das ist das Licht für die Menschen. Halleluja, ich danke dir so sehr, ich danke dir so sehr, ich danke dir so sehr,
dass du das alles so einfach für uns gestaltest, auch wenn wir zum Beispiel gar nicht lesen könnten, dass es überall Hörbücher gibt und bereitwillige Geschwister, die das Wort für uns vorlesen, dass wir das nur noch hören müssen und uns gar nicht mehr die Mühe machen müssen, weil jetzt sind sie ja alle so wunderbar gebildet und waren in der Schule und viele haben überhaupt gar keine Lust mehr zu lesen, traurigerweise. Doch, du hast nur Lösungen und du hast Kinderchen, die du angewiesen hast, dein Wort zu vertonen, so dass es jeder hören kann. Und du hast es möglich gemacht, dass es solche Plattformen wie YouTube und so gibt. Auch wenn sie praktisch gesehen in Feindeshand stehen, müssen sie dir dienen, wie alle dir dienen müssen. Vor allem auch das Dunkel muss dir ja dienen, darf nur das tun, was auch in deinen Plan reinpasst. Und hat nur so viel Macht durch den Willen der Menschen. Und trotzdem stellen sie Plattformen für uns zur Verfügung, wo wir dein Wort ausstellen dürfen, für alle umsonst zur Verfügung, wo sie es am besten auch schnell runterladen sollten, damit sie es auf irgendeiner Festplatte, einem USB-Stick, einer Karte irgendwo speichern können, damit sie es immer wieder anhören können, ob Internet zur Verfügung steht oder nicht. Denn nur der dauerhafte Konsum bedeutet auch, dein Leib, dein Fleisch zu essen, damit wir dein Blut trinken können, also die innewohnende Liebekraft sich entfalten kann in uns und uns Kraft gibt, das Wort recht zu verstehen in deinem Lichte und uns Kraft gibt, zu verstehen, dass du ja, wie vor 2000 Jahren schon gesagt, nichts anderes von uns forderst, als dass wir die Wahrheit und die Liebe lieben mit allem, was wir sind, weil du die Wahrheit und die Liebe selbst bist. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst und dein Wort, die innewohnende Kraft, die da drinne ist, uns die Kraft gibt, Nächstenliebe Tat zu tun, welches uns dann ja auch wieder weiter befähigt, noch mehr Wort von dir von außen oder innen zu bekommen, um dann noch mehr Kraft zu haben, noch mehr Nächstenliebe Tat einfach uneigennützig zu tun, unangesehen der Person, unangesehen unseres eigenen Wohlbefindens oder unserer finanziellen Möglichkeiten, denn du bist ja unser einziger Arzt, unser einziger Versorger, unser einziger Beschützer und du gibst uns dann auch alles, du lässt alles irgendwie auf irgendwelchen Wegen zu uns kommen, auch an materiellen Dingen, wenn wir dann gewillt sind, alles sofort loszulassen und auch dem Nächsten zu geben, der gerade in Not ist, weil die Existenzangst uns ja so heftig von dir trennt. Obwohl ja die Existenzangst uns gerade zu dir führen sollte, doch sie hat genau das Gegenteilige meistens zum Effekt und trennet uns, weil dann nur noch die Kraft und die Gedanken dafür aufgewendet werden, materielle Dinge zu besorgen, welches ja völlig überflüssig ist, weil bitte, so wird euch gegeben, denn du, der Vati, weißt ja schon vorher, was wir bedürfen und du, der Vati, bist allmächtig und willst und kannst uns alles geben, was wir erbitten. Und deshalb heißt es ja auch Glauben. Glauben, Vertrauen, Hoffen, Lieben, dich suchen mit ganzem Herzen. Also Halleluja, damit du dich auch finden lassen willst. Halleluja. Denn nur wer die Liebe als höchstes Gut ansieht und sich auch Gedanken macht, dass ich Liebe, also bezogene Liebe auf mich selbst, haben wollende Liebe noch nicht deine göttliche Liebe ist, sondern deine göttliche Liebe nur gibt, nur hilft, nur trägt, nur für den anderen will. Nur nichts Eigenes haben möchte. Und sich auch nur an Gerechtigkeit und Wahrheit freut. Das ist ja deine Liebe, das sind ja die Merkmale deiner Liebe, dass sie alles vergibt. Weil du ja genau weißt, dass wir zwar aus eigenem Willen ins Geistesdunkel, in die Lieblosigkeit gefallen sind. Doch, wenn wir da reingefallen sind, dann sind wir Sklaven der Lieblosigkeit und Sklaven können sich ja schlecht selber helfen. Darum willst du uns helfen und darum reicht es aus, unseren Willen zu dir zu strecken, damit du uns hilfst und uns die Kraft gibst, Nächstenliebe zu tun, um zu beweisen, dass wir dir nachfolgen wollen und du uns dadurch befreist, weil du uns durch die Liebe die Kraft gibst, dein heiliges Wort der Wahrheit zu verstehen und wieder überhaupt die Grundsätze und Regeln des Lebens zu verstehen, damit wir überhaupt... Dein Wort ist ja nichts anderes wie eine Anleitung, wieder ins Leben zurückzukommen, weil Leben ist ja nicht gleich, also Existenz ist ja nicht gleich Leben, sondern Liebe ist Leben. Deine
uneigennützige, wunderbare, göttliche Liebe, das ist die reine Lebenskraft, die wir benötigen. Und deshalb ist es halt ein schmaler Weg, weil es ein Regelwerk gibt für deine Liebe, für das Leben in deiner Liebe. Und das ist unabrückbar, deine göttliche, ewige, oberste Ordnung. Und dein Wort erklärt diese Ordnung immer wieder, damit wir uns üben können in der Liebe, also üben können da drin, wieder zu leben. Aus einem Dasein, einer Existenz der Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, Verzweiflung und sonst was auszusteigen in ein wahrhaftes Leben, wo wir durch uneigennützige Nächstenliebetat, die wir geben, das Liebefeuer in unserem Herzen, also du, der in unserem Herzen wohnt, einen Raum schaffen, dass du dich frei entfalten kannst in uns. Und wir daher, wie versprochen, Stück für Stück ganz langsam, so wie es unser Fleisch auch verträgt, von dir in die vollkommene Wahrheit und Liebe geführt werden, weil wir sollen ja vollkommen werden, wie du, lieb Vati, vollkommen bist, Halleluja. Wir sollen ja unserem Herrn dienen, der nichts anderes möchte, wie tragen, helfen, stützen, lieben, uneigennützig. Dem sollen wir dienen und es gleich tun, damit wir genauso groß werden, weil wir sollen ja alle deine Töchter und Söhne werden, Halleluja, und in völliger Freiheit im geistigen Lichtreich leben, Halleluja, also nur noch Zugriff auf deine Gedanken zu haben und dadurch dann auch frei selbst entscheiden zu können, weil wir ja sowieso nur noch denken wie du, in völligem eigenen Ich-Bewusstsein, so als sind es unsere eigenen Gedanken, weil ich will ja auch gar keine anderen Gedanken denken als deine, weil deine Gedanken sind die besten. Du möchtest immer nur das Beste. Nur dein Wille ist gut. Halleluja. Ich danke dir, lieb, ewig Vati, beschütze uns und gib mir jetzt die Kraft, dass ich noch mehr von deinen wunderbaren Worten einlesen darf, damit das jeder anhören darf, weil nur dein Wort ist ja unsere Medizin. Du bist ja unser einziger Arzt. Dein Wort ist die Medizin, die innewohnende Liebekraft. In deinem Wort ist dann ja unsere Heilung, Halleluja, denn du, Christus Jesus, bist unser Leben und machst unser Sterben, unseren Leibestod also zum Gewinn, Halleluja. Ich danke dir so wunderbar, wie du bist, beschütze uns vor dem Irrtum, gib jetzt die Kraft, dass dein reines, wunderbares Wort gesprochen wird, Halleluja. Ich danke dir so sehr, dein Wille geschehe, Amen. Bedingungen, um Vollendung auf Erden zu erreichen. Bedenket ihr Menschen, dass ihr schwach seid, solange eure Seele noch im Fleisch auf der Erde wandelt und dass ihr daher jederzeit Kraft von mir anfordern müsstet, wollet ihr euer Ziel, die Vollendung, noch auf Erden erreichen. Denn die Kraft von mir erst wird euren Willen stärken, der so lange noch schwach ist, wie der Gegner noch auf den Menschen einwirken kann, weil er noch nicht vollendet ist. Gerade euren Willen wird er immer schwächen und für die Stärkung eures Willens bin ich selbst am Kreuz gestorben und darum müsstet ihr die für euch erworbenen Gnaden, also Hilfen, in Anspruch nehmen. Kraft und Stärkung eures Willens. Und eure Willensschwäche wird immer darin zum Ausdruck kommen, dass ihr noch nicht vermöget, euch restlos von der Welt zu lösen. Zwar stehet ihr noch mitten in der Welt und müsstet noch allen Anforderungen gerecht werden, es ist aber ein Unterschied, ob ihr nur die Pflichten erfüllet oder selbst noch die irdischen Freuden genießen wollet, ob euer Herz sich schon völlig frei gemacht hat von weltlichen Wünschen oder noch irdisches Verlangen hat. Denn dann ist auch euer Wille nach geistiger Vollendung noch schwach. Er gilt nicht ungeteilt mir und dem Verlangen, euch mit mir zusammenzuschließen. Ihr machet immer noch Konzessionen und ihr müsstet also nun Gewalt anwenden. Ihr müsstet ernstlich die Löse von der Welt zu erreichen suchen, wozu ihr Kraft benötigt, die ihr immer wieder erbitten müsstet und die ihr auch stets erhalten werdet. Es ist also euer ernster Wille entscheidend, wohin er sich wendet, mir und meinem Reich oder dem Reich meines Gegners zu. Und nun wieder ist euer Liebegrad bestimmend, nach welcher Richtung sich euer Wille entscheidet. Denn wo Liebe das Herz erfüllt, werde ich und mein Reich immer dem Menschen begehrenswerter sein als die irdische Welt. Darum prüfet
euch zuerst, wie weit ihr die Ich-Liebe schon überwunden habt, wie weit ihr von uneigennütziger Nächstenliebe erfüllt seid, denn diese ist gleich der Liebe zu mir und diese Liebe allein stellt den Zusammenschluss her mit mir, nicht das pure Verlangen nach mir, das auch nur eine gewisse Eigenliebe sein kann, um die höchsten Wonnen seligster Gemeinschaft mit mir gewinnen zu können. Die rechte Liebe zu mir wird aber erst bewiesen durch uneigennützige Nächstenliebe. Und diese allein erhöht den Liebegrad, solange ihr für euch selbst noch kleine Freuden begehret, solltet ihr auch kleine Freuden dem Nächsten zu bereiten suchen, doch niemals aus Berechnung auf irdische oder geistige Erfolge, sondern innerlich getrieben von dem Verlangen, Glück und Freude zu bereiten. Solche selbstlose Liebesbezeugungen werden euer Wesen veredeln. Ihr werdet selbst euer Glück darin finden, Freude zu bereiten, und die Liebe wird in euch immer stärker werden, und im gleichen Maß wird die Liebe zur Welt abnehmen. Und darum solltet ihr euch ernsthaft Rechenschaft geben, ob ihr euren Nächsten liebet wie euch selbst. Eure Vollendung ist nur von dem Grade der Liebe abhängig, den ihr auf Erden erreichet, und ihr könnet dann erst als Kinder Gottes angesprochen werden, wenn ihr eure Mitmenschen als gleichfalls vom Vater ausgegangen anerkennet und ihnen daher auch die Liebe erweiset, die ein Bruder für den anderen empfindet und ihm alles antut, was ihr selbst wünschet, dass ihr es empfangt. Unterzieht immer die Liebe zum Nächsten einer ernsten Kritik und arbeitet an euch selbst, fordert von mir die Kraft an und ihr werdet auch euer Ziel erreichen, doch aus eigener Kraft vermöget ihr nichts. Ich aber will, dass ihr euch vollendet auf Erden. Also werde ich euch auch helfen, in jeder Weise, so wie nur euer Wille ernst ist. Doch Gewalt werdet ihr immer anwenden müssen, solange euch noch die Welt in ihrem Bann hält. Könnet ihr euch jedoch von der Welt lösen, so wird euch auch das Erreichen des Zieles immer leichter fallen. Und ihr könnet dann mit Recht sagen, mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Dann brauchet ihr keine Gewalt mehr anzuwenden. Denn dann seid ihr krafterfüllt und euer Wille strebt nur noch mich selbst an. Denn die Liebe in euch ist die Kraft, die auch alles erreicht. Und ihr werdet es auch verstehen, dass der liebende Mensch auch voller Demut ist, die dann auch in dem Verhalten zum Nächsten zum Ausdruck kommt, dem ihr die Liebe zuwendet. Vergesset nie, dass die Liebe zum Nächsten der Gradmesser ist und dass ihr eure Liebe zu mir durch uneigennützige Nächstenliebe beweisen müsstet. Denn wie könnet ihr mich lieben, den ihr nicht sehet, wenn ihr euren Bruder nicht liebet, den ihr sehet? Und so kann wohl euer Wille mir zugewandt sein, und er garantiert auch, dass ich euch ergreife und nicht mehr fallen lasse. Doch den Grad eurer Vollendung bestimmet ihr selbst und immer nur durch den Grad der Liebe zum Nächsten. Aber ihr könnt ihn erreichen, wenn ihr nur ernstlich euren Willen dem meinem unterstellet. Und dann werdet ihr stets denken, handeln und wollen wie ich selbst. Und ihr werdet sicher auch euer Ziel erreichen auf Erden, dass ihr euch zusammenschließt mit mir, um nun auch ewig selig zu sein. Amen. Wirkung der Liebekraft. Wer sich mir bewusst hingeben kann in tiefer Liebe, den kann ich auch erfüllen mit meiner Liebekraft, die alles bedeutet für ihn. Denn mit meiner Liebekraft durchflutet zu sein, ist auch gleichzeitig die Gewähr, dass alles Unreine verjagt wird, dass der Liebestrahl alles auflöst oder reinigt, was zuvor noch die Seele belastete.
Darum fordere ich immer wieder von euch, mir euer Herz zur Wohnungnahme bereit zu halten, in vollem Willen zu begehren, dass ich darin Wohnung nehmen möge und von Herzen auch wünschen, dass diese Wohnung gereinigt sei und ausgeschmückt mit Werken der Liebe. Denn nur die Liebe reinigt euer Herz und nur die Liebe schmückt euch, so dass es mir bei euch gefällt. Wo aber Liebe ist, kann nichts Böses Fuß fassen, denn mein Gegner flieht der Liebe, weil sie seinem Wesen widerspricht. Und so ist die Liebe das Erste und das Wichtigste. Die Liebe muss in euch entzündet werden und auflodern zur hellen Flamme. Einmal die Liebe zu mir, der ich euer Gott und Schöpfer bin und als Vater von euch angesprochen werden möchte, und zum anderen Mal die Liebe zum Nächsten, der euer Bruder ist, der auch sein Kind ist und das gleiche Anrecht auf Liebe von euch wie auch vom Vater hat. Und es sollte doch ein leichtes sein, diese Liebe zu mir und zum Nächsten aufzubringen, wenn ihr euch nur der unzähligen Gnaden bewusst werdet, die ihr täglich von mir empfanget, weil ich alle meine Kinder beglücken will. Euer ganzes Erdendasein setzt sich zusammen aus solchen Gnadengaben, die in meiner unendlichen Liebe begründet sind. Und ob ihr auch das Erdenleben zumeist als hart und schwer empfindet, so werdet ihr doch nicht leugnen können, dass es euch auch Schönes bietet, dass ihr immer wieder meine Liebe erfahren dürft, ansonsten ihr nicht mit Unbehagen an den Tod denken würdet, der euch von diesem Erdenleben befreit. Ihr wolltet alle nicht das irdische Leben hingeben, also muss es euch doch auch Schönes bieten, was ihr nicht missen möchtet. Und alles das sind Gnadengaben, die euch meine Liebe geschenkt hat und immer wieder schenkt, die auch dazu beitragen sollen, dem Geber alles dessen zu lieben, was euch beglückt. Und ihr werdet meine Liebe stets mehr erfahren, je bewusster ihr euer Herz öffnet, dass ich meine Liebe in euch hineinstrahlen kann. Ihr werdet auch das Glück meiner Liebeanstrahlung empfinden dürfen, seid ihr nur bereit, euch mir ganz innig hinzugeben und mich und meine Gegenwart zu erfahren, die euch dann auch beglücken wird im Übermaß. Wie sehne ich mich nach einer solchen freiwilligen Hingabe an mich, zu der euch das Herz drängt und das darum volle Erwiderung findet, indem ich in euer Herz einziehe und nimmermehr mich daraus entferne, weil eure Liebe mich hält. Und wie glücklich werdet ihr selbst nun werden, wenn euch meine ständige Gegenwart nun gewiss ist und ihr euch in meiner Liebe geborgen fühlet. Dann wird euch auch mein Gegner nicht bedrängen können, der mich und meine Liebe flieht und daher auch von euch Abstand nehmen wird, so wie ihr mich in euer Herz aufgenommen habt. Denn meine Liebe ist gewaltig und sie wehret alles von euch ab, was euch zum Unheil gereichen könnte. Amen. Oh, Halleluja. Danke, lieb Jesus. Jetzt ist das erste Themenheft schon fertig. Halleluja. Das Themenheft zur Selbstüberwindung. Wie schön, dass die Menschen endlich mal verstehen, was Überwindung überhaupt bedeutet. Du hast uns so wunderbare Kundgaben jetzt dazugegeben. Das ist so wunderbar. Halleluja. Danke für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke dafür, dass dein einziger und oberster Wille ist, dass wir vollkommen werden, wie du vollkommen bist. Und dass du alles dafür tust, sobald unser Wille dafür geöffnet ist. Weil unser Wille ist frei und du wirst unseren Wille niemals, niemals, niemals unfrei machen. Halleluja. Ich danke dir so sehr dafür, dass es so einfach ist, dich zu finden, weil es so einfach ist, der Liebe nachfolgen zu wollen. Und dass Liebe alles ist, was du forderst, egal was irgendwelche Religiösen sagen. Denn Jesus hat es ja auch schon, du hast es in Jesus durch die Bibel schon verkünden lassen, das erste Gebot: Liebe Gott mit allem, was du bist und hast. Es steht da, Gott ist Geist. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist
Und da steht, Gott ist Geist, Gott ist die Liebe. Da steht alles drin in der Bibel. Du bist also die ewige Wahrheit und ewige Liebe selbst, Halleluja. Und die sollen wir lieben mit allem, was wir sind und haben, Halleluja. Zweites Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Halleluja. Wer also diese Gebote der Liebe erfüllt, erfüllt auch alle anderen Gebote dann, Halleluja. Denn die deinen erfüllen deine Gebote, weil sie sind leicht, Halleluja. Du bist so einfach, so wunderbar. Du bist unser einziger Liebvati von Ewigkeit, Halleluja. Danke, dass dein Wille geschieht, Halleluja. Dein Wille möge ewiglich und immer nur geschehen in unser Leben, Halleluja. Und dass du ein wirkliches Leben daraus machst, aus unserem Dasein, durch deine wunderbare Liebe und Wahrheit, Halleluja. Danke, lieb Jesus, dein Wille geschehe. Amen. Gott ist die Liebe, Mysterium der Liebe. Das größte Geheimnis ist die Liebe, und es ist dies das Geheimnis zu lüften nur durch die Liebe. Nur der Mensch, der selbst liebetätig ist, ist fähig, die göttliche Liebe zu begreifen. Jeder geistige Gedanke ist eine Ausstrahlung Gottes, der in sich Liebe ist. Und die Willigkeit, einen solchen Gedanken anzunehmen, ihn von Herzen, wo er geboren wird, ins Hirn zu leiten, also ihn sich gewissermaßen anzueignen, ist die Empfangsbereitschaft für diese Liebeausstrahlung Gottes. Denn die Willigkeit des Herzens ist Voraussetzung, dass Gottes Liebe wirksam wird. Gott ist die Liebe. Es ist dies ein Mysterium und es wird ein Mysterium bleiben für die Menschheit, solange sie dieser Erde angehören und oft auch noch im Jenseits. Denn ihnen erscheint die Liebe als ein Begriff, mit welchem ein Wesen in Verbindung gebracht werden muss. Es erscheint ihnen die Liebe als Charakterisierung einer Wesenheit und es ist doch die Liebe die Wesenheit selbst. Es ist die Liebe etwas Geistiges, das nicht die Wesensart erklärlich macht, sondern in sich etwas Wesenhaftes ist. Es ist die Liebe das Gute, Göttliche, so das Wort auf einen Menschen angewandt wird, während Gott selbst nur als Liebe vorstellbar ist, dies aber nur den Menschen begreiflich wird, die selbst von der Liebe so durchdrungen sind, dass sie im Liebewirken auch die Nähe Gottes spüren. Denn was sie nun spüren, ist wieder nur die Liebe. Und doch sind sie nun Gott nahe, weil Gott und die Liebe eins sind. Alles, was sich zur Liebe gestaltet, ist in inniger Verbindung mit Gott. Das Gestalten zur Liebe ist ein Angleichen des bisher Unvollkommene an das Vollkommene. Die Liebe ist etwas Vollkommenes. Gott ist die Vollkommenheit, also muss die Liebe und Gott eins sein. Mangel an Liebe aber ist ein Unvollkommenheitsgrad. Er ist auch als Zustand der Gottferne, weil Gott ohne die Liebe nicht vorstellbar ist. Darum wird ein Betätigen in Liebe stets ein Glücksgefühl auslösen. Und es ist dies die Nähe Gottes, die auch die Seele spürbar empfindet. Folglich muss sich auch jede erhöhte Liebetätigkeit äußern in erhöhtem Glücksgefühl, inneren Frieden und kraftvollem Selbstbewusstsein. Weil alles dieses göttlich ist. Ein Beweis ist von Gottes Nähe, die sich nur in geistiger Weise auswirken kann, also in Empfindungen der Seele, nicht im Wohlbehagen des Körpers. Die Nähe Gottes erzeugt wieder Liebe, denn da Gott in sich die Liebe ist, muss sich seine Anwesenheit wieder in ein Gefühl der Liebe äußern. Und es strömt diese Liebe wieder zu Gott zurück, als ihrem Ausgang. Es vereinigt sich der zur Liebe gewordene Mensch, dessen Seele mit Gott. Es strömt Liebe zu Liebe. Und so findet der Zusammenschluss statt, des Wesenhaften mit der Urwesenheit, die in sich nur ewige Liebe ist. Amen.